Dann kann ich auch schon mal hier das tolle Tool aufmachen für den Münzwurf. Den brauchen wir ja gleich. Ich bin schon mal live gegangen, genau. Dann können im Stream schon mal alle gucken und hinterher schnippel ich wieder. Du kannst es ja dann wieder einfach runterladen. Das passt ja. Das hat ja gut geklappt letztes Mal, ne? Okay. Ach so. Ach so, okay. Okay. Weißt du nicht? Irgendwer hat seinen Lautsprecher an, anscheinend. Ja, die sieht schnucklig aus, ne? Da habt ihr Spaß bei, glaube ich. Das ist eine schöne Map. So, wer möchte denn dann gerne Kopf? Ich frage einfach mal Fatty und Varys, Eggy, was hättet ihr denn gerne? Ja, das ist jetzt einfach mal Zahl. Okay, so. Ja, Eggy hat sein Mikrofon. Okay, so, ich würfel mal. Es ist Kopf. Okay. Wohin war es auch Kopf? Also, war es langweilig, ihr dürft dann aussuchen, wo ihr hin wollt. Und schreibt mir bitte eure Völker noch, nicht? Also nicht, ich meine, die stellt ihr ja eh gleich ein, aber nur, dass das der Vollständigkeit halber es getan ist. Okay. Okay, Subi. Wunderbar. Ja, dann viel Spaß, ne? Ja, also von den Teams her sieht es ja auch so aus, dass da 3, 4 zusammen, also Team 2 ist. Passt da schon. Schön. Okay, dann würde ich sagen, wenn keine Fragen mehr sind, dann schiebe ich euch runter. Und dann viel Spaß, GRF, und dann hören wir uns nach dem Spiel wieder. Okay. Ja, genau, die müsst ihr mir bitte gleich mal sofort noch schreiben. Danke. Gut, so, Stream, da sind wir. Jetzt haben wir ein bisschen Ruhe. Oh, meine Güte, das war ja ein Stress. Also, für alle, die es noch nicht so richtig mitgekriegt haben, das war gerade ein bisschen wild. Also, Farben. Also, Farben, okay, Farben, okay. Farben, alle, okay. Fangen wir mal. Das müssen wir natürlich noch gucken. So, also, jetzt müssen wir erstmal gucken. Hier, Gott, ey. Muss ich erstmal gucken. Gruppenspiel. Welche Gruppe haben wir hier nochmal? Jetzt ist alles ein bisschen. Gruppe D. Komod. Zurzeit noch keiner. Hätte gern rot. Okay. Dann gehe ich mal grün. So, rot, grün. Tauschen wir mal so durch. Co-Kommentatoren ist erstmal keiner da. Okidoki. Ich stelle schon mal hier wieder alles ganz gemütlich ein. Ne? So, langweilig. Oh. Langweilig spielt hier gleich. Das mache ich natürlich alles gleich noch parallel so ein bisschen. Okay. Okay, war das Vicky? Okay. Vicky und Römer sehen wir da gleich. So, was? Was ist hier alles los? Okay, wobei Maya Römer. Okay. Okay. So. Also, die sind noch nicht bereit. Dann würde ich sagen, lassen wir da auch noch. Hätte gerne rot. Ja, das muss Varys einstellen. Hat er aber schon. Ach so. Und ansonsten passt das hier. Dann müssen sie nur sagen, wenn sie bereit sind. Okay, also ich versuche hier mal so ein bisschen parallel. Hallöchen erstmal alle, ne? Und so. Es wird ein bisschen stressig. Ich bin auch ein bisschen wild dabei. Ich gehe gleich in Ruhe auf euch ein. Und Tonic, danke für die Karte schon mal. Ich sehe da schon mal Bescheid, dass du da schon mal hier direkt fleißig schreibst. Ich gucke mir gleich den Chat in Ruhe an. So, erstmal hier alles einstellen. Also, dann spielt hier Varys. Der ist rot. Das machen wir immer schon mal bereit. Die sind ja eh noch nicht ready hier, ne? Die sind ja eh noch nicht ready. Die besprechen sich ja gerade noch. Der Varys war Römer, wenn ich das jetzt. Nee, Vicky, genau. Vicky, wenn ich das hier jetzt richtig gesehen habe. Varys ist Vicky. Okay, gut, Subi. Ich frage jetzt einfach mal. Alle bereit?
Fragen wir jetzt einfach mal. Eine Minute, okay. Gut, die sollen sie haben, da habe ich gar kein Problem mit. Ach, WC. Moment, wie war das? WC? Moment, Moment. Ja, passt schon. Alles gut, alles gut. So, die müssen sich hier gleich noch einstellen, natürlich. In ihre Völker. Und dann haben wir hier den Fatimus. Sollte hoffentlich alles passen von der Farbe. Lila. Auch schick. Okidoki. Beim Topspiel muss er zuschauen. Ich bin's. Jo, so sieht's aus. Da schau mal schön zu. Da wird das definitiv so werden, ne? Gehe ich mal fast von aus. Ja, das wird bestimmt so werden. Okay, so, dann schönen Abend euch. Ich habe keine Ahnung, ob Eggy stark ist. So, erstmal gucken. Also, was da los? Was da los? Also, wann mache ich mal wieder Hogwarts Legacy? Ich hoffe demnächst. Mal gucken. Es ist, die letzten Tage sind echt wild gewesen. Von daher war irgendwie kaum Zeit, dass ich überhaupt zu den regulären Aufnahmen gekommen bin. Aber ich hoffe, ich krieg's vielleicht am Freitag hin oder so. Das wäre schön. Aber kann ich noch nicht versprechen, leider. Okay, dann. Okay, kein Holz, kein Stein. Lasst euch überraschen. Genau. Okay, sehr schön. Ihr habt Spaß beim Topf, wie musst du zuschauen, genau. Okay. Bin für Kromot. Was? Vor Komod? Du bist vor Komod, ja, dann komm rein. Okay. Wie jetzt? Ist das jetzt ernst gemeint? Alles gut. Ich mache das hier ganz entspannt. Wenn sonst keiner mehr sich gemeldet hat, ich gucke nochmal schnell rein. Da hat keiner mehr irgendwas geschrieben, dass er Komod sein will. Nee, alles gut. Gut, dann würde ich sagen. Okay, dann go. Dann los. Dann mal los. Ja, komm ran. Also, wer mag, kann sich gerne einfach reinstellen. Ich werde die Map dann jetzt einfach gleich starten. Aber, ne, sagst du früh. Okay, so, 5, 4, 3, 2, 1 und los. So, ich hoffe, alles ist gut eingestellt. Huch, ich will nichts bauen. Alles gut. So, dann schauen wir uns mal hier in Ruhe alles an. Also, wir haben hier oben langweilig den Römer. Dann haben wir hier Vicky, Varys, das passt alles. Und dann haben wir hier unten. Oh, ich habe die beiden vertauscht. Hoppala, da ist was schiefgelaufen. Das ist ja. Das ist ja wohl nicht wahr. Ne? So, hier ist Maya. Fetti ist Maya. So, dann passt das. Okay, so, da sind wir. Beim nächsten stehe ich gerne zur Verfügung. Okay, ja, das war auch gerade du. Ich bin's, das war auch gerade echt Chaos pur. Also, ich habe gerade um kurz nach 7 bin ich in der Umkleide gewesen vom Sport und habe gedacht, ja, ich schau mal rein. Bis 8 Uhr ist ja noch Zeit und dann sind die Nachrichten gekommen. Bam, 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 hast du noch Zeit, kannst schnell noch streamen. Oh Gott. Okay, ich sprinte mal. Ist natürlich dann trotzdem ein bisschen wenig. Dann erstmal eine Map zusammenkriegen und mal schauen. Aber jetzt klappt's. Also, von wegen Komod, das. Ja, wird dann schon mal anders. So, aber ich quasi auch genug für zwei, also von daher kein Drama. Wir müssen halt ein bisschen auf die Expertise möglicherweise verzichten, wobei vom Zusehen habe ich eigentlich immer ganz gut was. Da erkennt man ja einiges. Also, was haben wir hier Schönes? Erstmal gucken, dass der Sound da ist. Guck mal, der geht nämlich schon wieder nicht. Warum geht denn der Sound schon wieder nicht hier, Leute? Oder geht der Sound? Nee, ne? Man hört auch nichts vom Discord irgendwie wieder. Jetzt ist das Ding wieder, das hatte ich doch. Letztes Mal war das kein Problem. Was ist da das Problem? Momentchen mal. Da. Die will ich haben. Ja, die will ich haben. Okay. Das ist ja schon wieder wild. Okay, dann müssen wir es wieder machen wie letztes Mal. Dann muss ich wohl wieder Desktop-Audio anmachen. Mein Jungs weiß ich eh wer. Ja, mal schauen. So, machen wir Desktop-Audio wieder an, dann ist die Musik halt so. Okay, also, wir sehen hier erst einen Steinbruch.
Die anderen werden gebaut. 2 Minuten sind schon rum. Aha, Paddy hat den Turm darüber gebaut. Jetzt baut er hier die Holzfäller. Okidoki. Da haben wir jetzt gerade viel drauf geguckt. Von daher mal schauen. Wo sind die Geologen eigentlich langgelaufen? Sind erst mal runtergerannt. Und okay, die haben sich ein bisschen dezent verlaufen. Bei seinem Teampartner, bei Eggy, sieht es folgendermaßen aus. Er hat seine 2 Steinmetze, baut hier seine Holzfäller. Dritte Steinmetz kommt. Das sieht Römer klassisch aus. Mittleres Wohnhaus. Passt soweit. Die sind hier hinten auch schon auf... Oh, toller Berg. Da ist wieder gar nichts drauf. Hier oben der Römer. Das ist grün, das ist langweilig. Ist ein ja, klassischer Aufbau. Da steht aber erst 1 Steinmetz. Aber dafür 2 Holzfäller schon. Und das Sägewerk, kleine Wohnhaus, ist auch fertig. Das passt alles soweit. Und beim Wikinger ist mittlere Wohnhaus, 1 Förster, 2... Oh, das ist ja ein Traum! Guckt euch das mal an! Nee, da bauen wir kein Gebäude hin. Das ist ja das schöne Land, was wo keine Wege drauf entstehen. Alter, es ist ja ein Traum. Am Startspot so ein Land, da darf er doch jetzt kein Gebäude drauf bauen. Komm, Varys. Ja gut, ist egal. Also, Wikinger habe ich ja heute gespielt. Von daher, das lief auch halbwegs gut, aber leider haben wir doch verloren am Ende. Aber ein krasses Match fand ich. So, hier gibt es jetzt ein bisschen Gold. Er hat diesen ersten Teil überstanden. Baut sich hier jetzt klassisch, ja, halt das zweite mittlere Wohnhaus direkt daneben. Das ist ja immer die Sache, 2 mittlere Wohnhäuser braucht man eigentlich nicht zu früh beim Wikinger. Kann man aber schon machen. Er baut hier echt das ganze Ding zu, ne? Er sagt sich so, Hauptsache den Wald da oben haben. Ist natürlich auch ein bisschen doof, dass der so am Wasser ist. Und wahrscheinlich reicht der Teil hier auch noch ganz gut. Gucken wir mal wieder runter. Also, Eggy hat sich schon weit ausgebreitet hier in seinem Wald. Guckt sich das Ganze hier in Ruhe an. Kommt jetzt auch so langsam an die ersten Ressourcen. Oh, und hat seinen Sabus gemacht, um da auch wirklich das letzte bisschen rauszuholen. Und dann wirklich rüber zu rutschen und hier die Spitzhacken direkt vor die Gebäude zu legen. Sehr schön. Hier stehen die Holzfäller. 2 Forsthäuser haben wir gleich. Und der 5. Steinmetz wird gebaut. Das ist auch okay. Das ist ja immer so das Ding. Baut man die gleich alle 3 oder baut man lieber erst den Turm, um das Steinfeld schön zu erschließen. Ist natürlich das Doofe auf der Position hier wieder, dass die Steinmetze halt, naja, nicht so ganz geschickt da stehen. Hier hat er auch einen Sabo rumstehen, Saboteur. Den müsste er aber nach da oben schicken, weil hier unten braucht er den nicht. Ja, okay, hat er gehört. Und genau, so beim Wikinger, ach, das ist, das war erstmal hier ein Turm. Jo, gut, sehr schön, das Land hier schön einnehmen. 2 Sägewerke stehen, es ist ja sowieso erstmal klassisch Holz-Spammen. Er ist früh mit dem Pionieren dran, das finde ich auch interessant. Aber die Map sieht tatsächlich auch relativ flach aus. Ich glaube, hier muss man nicht so viel planieren, da kann man sich ein paar Pioniere auf jeden Fall leisten. Das ist doch gar nicht so verkehrt. Aber ich glaube, der Ingame-Sound ist noch ein bisschen da, obwohl, ich glaube, das geht noch, ne? Das passt noch. So, ist... bisschen merkwürdig, warum das hier jetzt wieder so rumspinnt. Das war letztes... Also bei den Aufnahmen funktioniert es wunderbar. Na gut. Ist immer ein bisschen hier und da. Ich hoffe, es hat vorhin geklappt beim Stream. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Nicht, dass mein Ghetto gegen gehört hat. Okay, egal. Anderes Thema. Wir gucken mal bei Langweilig vorbei. Der hat natürlich auch schön hier unten sein Türmchen. Das ist natürlich nicht ideal, weil der hier nicht viel Land dadurch einnimmt. Aber gut, kann man machen. Hier ist auch der Saboteur. Der steht da erstmal rum. Wahrscheinlich einfach nur, damit die Spitzhacke nicht geklaut werden kann. Sind alle hier schön mit ihren Soldaten aufgestellt. Die stehen hier an der Petit-Wall. Das könnte sowieso sehr interessant werden, weil die Mitte relativ... Also die Mitte ist halt relativ eng, sage ich mal. Es gibt halt hier diesen Pfad, diese Landbrücke, wo aber niemand jemals... wirklich drauf kämpfen wird. Das heißt, die werden alle hier drum laufen, beziehungsweise hier rumlaufen, die werden sich stauen. Und es wird im Prinzip immer so sein, dass einer direkt attackiert wird. Also entweder gehen 2 gegen 1 hier rum oder 2 gegen 1 hier rum. Es ist jetzt nicht so, dass man die Armeen wirklich gut bündeln könnte, außer man nimmt hier Schiffe in der Mitte, was natürlich ein bisschen schwachsinnig wäre, weil man hier auch erstmal eine Werft hinbauen müsste. Das heißt, das wird kampftechnisch sehr interessant. Wenn die eine Gruppe hier rumläuft, kann das andere Team hier unten langlaufen. Das stelle ich mir sehr witzig vor. Sind wir mal gespannt, was da später für Manöver kommen. Hier stehen jetzt 2, 4, 5, 6, 7, 8 Holzfäller gleich nach 7 Minuten.
Wenn es gut läuft, hat man nach 10 Minuten die 12 stehen. Kann man eigentlich ganz gut schaffen in guten Fällen, ja. Oh, schöne Eisenmine tatsächlich hier auch. Wenn wir mal gucken, das ist ein schöner Spot für Eisen. Haben wir hier einen schönen Kohlespot. Das sind aber auch im Moment die einzigen, die so wirklich, wirklich was bringen. Da oben ist noch ein schöner Eisenspot. Ja, oh, hier sieht er noch besser aus, der Eisenspot. Der sieht ja hier richtig gut aus. Na, der wird auch schon eingenommen. Da haben sie sich schon für entschieden hier. Ja, da kommt das Türmchen. Sehr geschickt. Also, wie sieht es denn hier aus mit den verbrauchten Ressourcen? Varys hängt natürlich hinterher, ist klar, als Wikinger. Aber das wird jetzt sich nicht so lange ziehen. Und interessanterweise sind die beiden Römer fast gleich. Und der Maya sogar, also Fettimus ein bisschen hinterher. Wie sind die Steinfelder hier überhaupt gelegen? Das ist ja auch nochmal interessant. Das hier sehr nah an der PT-Wall. Gut, aber ja nicht weh. Der Steinmetz, der kann ja da durchrennen. Das macht ja nichts. Bislang sehen wir einen Dieb hier. Und zwar bei Fettimus, der irgendwo einen Dieb hat. Aber wahrscheinlich nur um... Nö. Ich denke nicht, dass er streikende Siegerlösungs hat. Der ist wahrscheinlich schon irgendwo hier unterwegs. Ja, den hatten wir, stimmt, den habe ich vorhin noch aus dem Augenwinkel gesehen, aber dann habe ich nicht mehr dran gedacht, ihn weiter zu verfolgen. Okay. Also, die Steinfelder sind hier eigentlich ganz gut. Die sind alle sehr nah, da kann er mit dem Turm in eine Richtung bauen. Das heißt, er muss sich überhaupt nicht darum kümmern, hier hinten hinzugehen. Könnte er natürlich machen, um sich die Steinfelder zu holen. Oder dieses hier. Ist ja auch nicht so weit weg. Das wird auch interessant für die Schwerindustrie dann. Also so rein theoretisch würde ich sagen, man muss ja so oder so zu diesem Berg hier hin, weil der wahrscheinlich nicht sehr ergiebig sein wird auf Dauer. Werkzeugschmiede steht jetzt nach 9 Minuten. Das ist voll im Timing für einen Maya-Spieler. Das ist supi. Das passt alles. Die Eisenschmelze beim Römer, das kommt auch alles zeitig. Wenn ich das so grob überblicke, weiß ich nicht so ganz Bescheid immer, wann genau zu welcher Minute was stehen sollte. Ich baue immer sehr nach Gefühlen. Und denke mir so, okay, jetzt habe ich gerade das genug jetzt, oder jetzt werde ich gleich genug Holz haben, dann zack, gib ihm Werkzeugschmiede. Und wenn es halt mal nach 10 Minuten ist, mal nach 10 und mal nach 12, dann nach 12. Ja, hier scheint jetzt langsam Stein schon zum Problem zu werden. Steinmetz ist da, aber der Turm muss fertig werden hier. Sonst hat er bald nichts mehr. Ist jetzt nicht das große Problem, das hier könnte die Schmelze werden. Nee, das hier ist die Schmiede. Das könnte auch die Schmelze sein, weiß jetzt gerade tatsächlich nicht. Also er planiert hier auf jeden Fall schon seine Wasserwerke vor, das ist gut. Hier wird noch ein weiteres Sägewerk gebaut. Dann hat er 4, das ist ein bisschen spät, das 4. Sägewerk, oder? Na gut, er hat auch noch nicht die ganzen Holzfäller. Die sind ja gerade jetzt am Arbeiten und die sägen ja doch, das passt eigentlich ganz gut. Die drei sind noch ganz gut versorgt damit. Okay, der Turm kann jetzt gebaut werden. Pioniere können woanders hingehen. Ich bin immer ein bisschen mehr beim Wiki, weil da kann ich am meisten immer noch zu sagen. Römer. Aber Römer ist jetzt mit 3 Sägen, die 4. ist im Kommen. Ja. Er hat seine 4 Steinmetze. Der 5. kommt wahrscheinlich, sobald der Turm hier fertig ist. Genau, da steht der Saboteur schon. Hier unten sind es auch 4 Steinmetze. Der 5. ist da ebenfalls schon einen Auftrag gegeben. Hier sind es 3 Sägen auch. Ja, auch hier die 4. im Bau. Also die beiden sehen fast gleich auf aus, die beiden Römer hier. Varys und Langweilig und Eggy. Die sehen da sehr auf einem Niveau aus gerade. Was die Ressourcen angeht, sind sie auch nicht so weit auseinander. Passt alles. Aber er hat hier ein paar Bauruinen im Moment noch. Was sagen die Siedler? Die sind alle in Bewegung. Das Wohnhaus wird gebaut. Das ist auch nötig. Wie viel hat er denn? 39? Ist eigentlich okay. Na ja, gut, aber seine Siedlung ist sehr groß. Ne? Die müssen von ganz hier drüben, müssen die Steine nach ganz da drüben schleppen. Von ganz links nach ganz rechts, Ost nach West, das ist natürlich ein bisschen heftig. Da braucht man schon ein paar Träger. Bei Fettimus sieht das mit dem Wald ganz okay aus. Er hat jetzt 6 Holzfäller gerade. Nee, 5. Gott, ich kann nicht zählen. Steinmetze gut nachgezogen. Die sollten jetzt erstmal vernünftig arbeiten können. Ja, und das ist ein großes Steinfeld, was da weitergeht.
Eisenmine steht auch. Goldmine steht schon vor der Kohlemine. Kommt hier das Lager. Ja, sieht so aus. Und da kann dann gleich einlagern. Könnte auch einen Marktplatz direkt bauen, um einzulagern, ne? Geht eigentlich auch. Machen das Leute? Ich weiß es nicht, aber fällt mir gerade so ein, man könnte ja auch einfach sagen, Marktplatz, zack, zack, zack. Einfach mal ganz viele Waren anfordern. Und dann läuft das schon. Das ist ja hier mit den Steinen, könnte kritisch werden. Also die Eisenschmelze ist fertig. Die Werkzeugschmiede braucht noch ein bisschen. Muss halt unbedingt den Turm hier fertig kriegen. Der hier ist fertig geworden, dadurch hat er jetzt ein paar mehr Steine. Aber das könnte ihn ausbremsen, wenn es doof läuft. Wobei es passt alles noch, ne? Er hat ja sehr viel gerade gesetzt, was. Oh, und er baut schon seinen Imker. Natürlich direkt an die Wüste, weil wo fühlen sich die Bienen am wohlsten? Wenn sie Kaktushonig sammeln können. Also Kaktuspollen, ne? Für einen schönen Kaktushonig. Lecker. So, ich muss mal kurz noch. Ich muss mal kurz entschuldigt. Ich muss mal kurz eine Nachricht schreiben. Können wir jetzt in der Eile nämlich kein Abendessen machen. da will ich noch mal kurz meiner lieben Frau schreiben, ob sie mir dann eine Rolle machen kann, wenn sie wieder da ist. So. Holger, ja, Holger, nicht die Holter, die Polter, aber die schreiben. So, bin sofort wieder da. Alles gut. Okay, so. Also, Tonic, mir gefällt die Map. Ja, gut Spieler für alle Völker, das stimmt. Finde ich auch, muss ich sagen. Die sieht echt angenehm aus. Vor allem ist der Bauplatz auch schön da. Also, es gibt ordentlich Bauplatz hier oben, ohne dass man viel abholzen muss. Es sind halt nur zwei Wälder in der Nähe, sage ich mal. Das ist für ein Wiki ein bisschen kritisch. Aber dafür spricht dann wiederum, dass sie dieses Gebiet hier da ist, was halt permanent aufgeforstet werden kann. Das ist dann schon wieder ziemlich cool. Also ich muss auch sagen, das sieht echt nach einer Map für alle Völker aus. Und der Wikinger wird es hinterher dankbar annehmen, wenn dann da alles funktioniert. Die Werkzeugschmiede erst nach 14 Minuten, das ist ein bisschen spät. Oder ja, vielleicht ist sie ein bisschen ist sie ja schon fertig. Hier eine Axt hat sie schon hergestellt und eine Säge. Das heißt, eine Minute, anderthalb steht so bestimmt schon. Aber das ist trotzdem. Ja, geht besser. Und er hat halt echt krassen Steinmangel. Jetzt ist der zweite Stein mir zum Glück fertig. Das ist angenehm. Das wird ihm helfen. Und er hat auch das Wohnhaus gerissen, weil er offenbar sehr wenig Siedler hat. 59, das geht eigentlich. Das ist okay, allerdings, ja, für Minute 15. Könnte es dann auch schon ein bisschen dünne werden. So, gucken wir hier unten nochmal. Langweilig. Baut hier auch seinen Wald weiter aus. Die vierte Säge wird jetzt fertiggestellt. Das vierte Sägewerk. Er hat nur 32 Siedler. Das ist sehr wenig. Also das Wohnhaus tut definitiv Not. Aber die scheinen hier gerade auch nichts zu tun gehabt zu haben, ne? Die rennen jetzt erst los. Weil jetzt die Werkzeugschmiede arbeitet schon eine ganze Weile hier. Da ist schon einiges verbraten. Aber sie liegt brach. Was da los? Los, Hämmer oder Schaufeln. Los, die darf nicht still liegen, die Werkzeugschmiede. Okay. Aber passt. Passt soweit sonst ganz gut. Bei Eggy kommen jetzt schon die Farmen. Die werden jetzt angefangen zu bauen. Hat er denn schon hier unten seine Minen schön? Ja, die stehen auf jeden Fall. Macht das sehr geschickt. Hier unten den Turm auch schön dahin pioniert, über den Berg rüber. Warum nicht? Ist ja, lohnt sich ja bei den meisten Völkern. Hi, Benarik. Das ist das 19-Uhr-Spiel, richtig. Das hat sich leider alles ein bisschen verzögert. Dementsprechend kann ich leider auch nicht das 20-Uhr-Spiel streamen. Aber Fetti meinte, es gibt dann irgendwie. Ich weiß nicht, ob du das jetzt aufnehmen wolltest oder irgendwer wollte es aufnehmen. Das 20-Uhr-Spiel dann und dann hinterher auch nochmal einladen. Wie auch immer. Ansonsten können die natürlich hier in zwei Spiele gleichzeitig, aber es wird ein bisschen schwierig. Okidoki. So, was gibt's denn sonst noch Schickes? Hier können sich die beiden gleich streiten. Gibt's hier ordentlich Fisch? Ja, hier hüpft auf jeden Fall ein Fisch rum. Oh ja. Also, eine super Map für Fischer. Könnte man sich überlegen, hier einfach jede Menge Fischer zu bauen und dafür dann die Nahrungswirtschaft ein bisschen kleiner ausfallen lassen zu Beginn.
Damit man, dann kann man erstmal die Eisenminen mit Fisch versorgen. Das ist gar nicht so verkehrt. Ansonsten, wie sah es hier aus? Also der Wald ist sehr groß mittlerweile. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, 11 auf 4. 11 auf 5, ja, das passt. Steinmetze kommt hier jetzt Nummer 7. Ne, Nummer 8 sogar schon. Okay. Hat er dafür genug? Spitzhacken? Ah, ist auf jeden Fall fleißig am Werkeln da. Oh ja, und hier fertig muss. Nach 17 Minuten kommen die 5 Farmen und die 6. ist auch im Bau. Okay. Aber. Ja, doch, die ist jetzt gerade fertig geworden. Das Problem ist immer, wenn man die alle gleichzeitig hochzieht, werden zwar alle zeitgleich fertig, aber es verzögert halt die Produktion vom ersten Getreide. Deswegen, ja, ist es immer ganz gut, vielleicht erst zwei zu bauen. Aber gut, wer bin ich, dass ich mir das so sage? Ah, so, nee, ich bin da nirgends eingebaut. Okay. Gesehen, das sind schon einige ein paar Kreuz weiter unten. Ja, okay. Subi, haben die sich da alle schon zusammengefunden? Gut, sehr schön. Ja, stimmt. Oh ja, da unten ist ziemlich viel los. Busch, ja, Mensch. Ja, der, okay, na, unser Fokus ist jetzt hier. Warte mal, da ist irgendwo noch mal bei Fragen. Turnierer, wir hätten noch eine Karte fürs Game jetzt. Jo. Tonic, wenn du bist ja gerade da, sonst schick denen auch nochmal eine Karte runter, falls du noch nicht hast. Und vielleicht ist ja auch schon passiert. Oh, guck mal, hier unten, schönes Werkzeuglager. Mit allem, was man braucht. Ja, das ist doch auch gar nicht so verkehrt. Also, das gefällt mir, muss ich sagen. Das gefällt mir jetzt nicht so, dass hier die ganzen Steine rumliegen. Das ist suboptimal. Erträgermangel? Siedlermangel? Nö, stehen hier nur rum. Er baut so wenig, ne? Anscheinend hat Fetti ein bisschen wenig Planierer zu diesem Zeitpunkt. Und dann könnte er eigentlich auch sagen, dann komm, dann lagere ich die Steine halt ein. Die werde ich sowieso noch brauchen, bevor die hier voll liegen. Ich meine, die Lage hat er halt, ne? Ich bin da auch nicht so drauf, dass ich immer. Ah, toll, gerade schon. Supi. Danke, Donik. ich bin da auch nicht so geeicht drauf, dann immer ein Lager zu bauen, um dann Steine oder Holz sowas einzulagern, was mir gerade rumliegt. Ich weiß, bei mir im Spiel lag auch jede Menge Holz an den Sägewerken noch rum. Aber wenn das Lager schon da ist, dann kann man das auch gut nutzen. Dann kann man da auch schon ein bisschen was hinpacken. So, hier wird jetzt gerade Kohle und Eisen noch rübergetragen, damit Werkzeugschmiede und Eisenschmelze weiterarbeiten. Ich würde jetzt gerade mal sagen, was machen denn die Punkte? Aber wir sind nämlich nicht bei anderen Siedlerspielen hier. Siedler 4 können wir nur auf die Ressourcen gucken und die sind tatsächlich alle relativ ausgeglichen. Da führt Fetimus als Maya, jetzt hat er da den Vorsprung rausgeholt, den er aufgrund der gebauten Gebäude natürlich logischerweise auch haben sollte. Na, da kommt das große Wohnhaus. Ja, tut gut. Es tut sehr gut. 20 Minuten rum. Wie sieht denn die Wasserstandsmeldung aus? Die Farmen kommen. Großes Wohnhaus wird gerade hier fertig. Die Farmen stehen bereits hier oben im Norden bei Varis. Bei Langweilig. Meine Güte. Sein Markt hat er auch schon gebaut. Varis hat seinen Markt auch gebaut. Die machen den Honighandel. Okidoki. Das heißt. Ein bisschen weniger Getreideprobleme für Langweilig, weil er ein bisschen Honig kriegt. Die sind freilich relativ weit auseinander, die Märkte, ne? Aber ich mache dir nichts. Okay, das heißt aber auch, dass Varys zumindest bislang nicht danach aussieht, als würde er den Mana-Aufbau spielen. Denn er baut auch noch keine Farm, ne? Wasserwerke sind angekratzt. Da ist wahrscheinlich ein bisschen Stein. Der eine Stein wurde da schon hingebracht. Holz geht aber erstmal komplett hier unten auf die Gebäude. Ja, doch, er baut hier die Farm. Da kommen die Getreidefarmen. Ja, das ist ein guter Spot. Wobei er eigentlich hier richtig schön die Fischer noch vorknallen könnte. Das wäre fast besser. Und auch hier könnte man theoretisch auch gut Getreide wachsen lassen. Wäre auch eine Möglichkeit. Muss aber nicht. Ist denn genug Wild da? Also Wild läuft hier auf jeden Fall wieder eine Menge rum. Das ist auch irgendwie mal interessant, dass Wild spawnt oft bei den Wäldern, die nicht der Startwald sind. Im Startwald ist meistens relativ wenig. Okay. Ja, genau. Die zwei Imker sind hier. Spielt er vielleicht doch mit Mana-Aufbau später? Steinmetze hat er dafür noch ein bisschen wenig, aber er baut ja noch welche. Also ja, wahrscheinlich läuft es drauf hinaus. Und er baut
die mittleren Wohnhäuser, die ein wenig steinintensiver sind. Warte mal, waren das bei Wikinger? Ich muss immer nachdenken, warte mal. 14 Holz, 10 Stein kostet das große. Das kleine kostet 8. Ja, nee, dann sind die ja holzintensiver, genau. Dann sind die holzintensiver, die großen sind steinintensiver, genau so rum was. Deswegen baue ich auch einen Grund dafür, dass ich immer die großen baue, weil die halt. Stein hat man halt als Wikinger. Und Holz ist öfter mal eher das Problem, deswegen weg damit. Weg mit dem Stein und her mit dem Holz. Ist halt gar nicht so verkehrt. Ist bei den meisten Völkern so. Ich glaube, bei, ich guck mal gerade, hier bin ich ja Trojaner, 10, 16. Ja, nee, bei denen ist das Verhältnis tatsächlich etwa gleich. Wenn es, ja, ist ein bisschen holzintensiver, ne? Ist halt nicht das Doppelte. Aber, geht noch. Aber ich glaube, bei Maya ist es auch so, dass es eher mehr Holz ist als alles andere. Okay. Wie sieht sonst hier unten aus? Hier kommen die Wasserwerke. Die Sägewerke liegen relativ voll, die Steinmetze liegen immer noch voll, also mit den Baustellen kommt er nicht hinterher. Eigentlich ein gutes Zeichen, wenn man zu viele Bauressourcen hat, aber spricht jetzt nicht für die Planierer und Bauarbeiter, könnte er halt echt noch schneller sein. Vor allem hat er hier unten Baustellen, hier oben Baustellen, hier drüben Baustellen und hier vorne auch. Ja, hier der Turm. Ah, das ist ein schöner Spot. Sehr schön. Da gibt es ordentlich Stein. Okay. Dann gucken wir wieder zu Eggy rüber. Der lagert hier jetzt auch sein Golderz ein. Es ist echt wenig auf dem Berg drauf, ne? Also sind hier so ein ganz paar vereinzelte Goldspots. Das klingt nach typisch Fetti. Ja, ist das normal? Baut er immer hier überall. Baut er immer so fett seine Siedlung aus. Also es klingt nach einem super Mana-Gedöns hier. Mana für die Maya. Wobei hier sieht es noch ein bisschen mehr Gold aus, irgendwie interessanterweise. Da stehen die Schilder ein bisschen besser. Die stehen hier nicht so cool. Obwohl doch, okay, das ist die Goldmine halt schon gesetzt. Deswegen fällt das Schild da nicht auf. Oh, Entschuldigung, meine Nase juckt die ganze Zeit so. Ah, die beiden gewinnen das. Ja, mal schauen. Das wäre ja auf jeden Fall eine coole Sache. Mal schauen, wer es gewinnt. Also es kann so oder so ausgehen. Vorhin wurde uns ja gesagt, ich habe es jetzt leider noch nicht gesehen, die Szene, wie der Kampf war. Wir haben eigentlich schon gewonnen und dann haben wir halt doch verloren. Aber passiert. So, mittlere Wohnhäuser beim Wikinger, in dem Fall halt auch okay. Wie viele Sägewerke hat er denn? Er spielt mit 7. 8 Sägewerke. Wow, okay. Da kann er viel bauen. Okay, das erklärt auch, dass da kein Stein dazu kommt. Sägewerke. Ja, die arbeiten gut. Kann man machen. Das klingt halt nach einer Siedlung, die sich wirklich stark aufbaut, wo wirklich viel gebaut wird. Ist nicht verkehrt. Aber hier ist in der E, guckt mal. Ja, da kommen gerade die Esel. Einer ist schon angekommen. Der nächste Esel kommt und bringt auch ein bisschen Getreide. Klingeling. Ja, da können die Mühlen gleich richtig arbeiten und die Schafzucht auch. Ziegenfarmen natürlich. Will er denn jetzt alles bauen? Dafür eigentlich erstaunlich, dass das hier auch noch nicht alles richtig fertig wird. Ne? Okay, da kommt die Mana-Produktion. Ja, da kommen die Winzer. Und wo sind die kleinen Tempel? Oder lagert er erstmal ein? Das könnte hier ein Lager werden, von der Form her. Außer da kommen noch mehr Bretter hin. Nee, das wird kein Lager. Okay. Er könnte ja auch theoretisch erstmal den Met einlagern. Ah, hier hinten ist ein kleiner Tempel. Und da kommt der zweite. Okay, zwei kleine Tempel. Dritten wäre noch ganz geschickt. Ich glaube ja immer, geschickt ist es. Ich glaube, das ideale Verhältnis ist 2, 4, 5 oder so. Das versuche ich zumindest immer zu bauen. Er hat ja jetzt schon 3 Imker. Aber bislang schickt er auch alles weg an Honig, was er kriegen kann. Wie sieht es denn mit den Siedlern aus? Sind alle etwa in einem ähnlichen Bereich? Beim Wikinger tut es ein bisschen weh, theoretisch, weil er ein bisschen mehr braucht, wenn er hier den Honig auch noch hin und her tragen muss. Wobei da auch noch einige rumstanden. Bei Fettimus stehen auch einige rum. Da wird auch das nächste Wohnhaus schon wieder fertig. Hier unten stehen auch genug rum. Also bislang noch niemand im Siedlermangel so richtig. Also. Langweilig war einmal kurz davor. Oder war kurz drin, aber hat es gewendet gekriegt. Und jetzt, ja, mit den großen Wohnhäusern läuft das alles.
die pumpen ja, das ist halt auch mal das Schöne bei den großen Wohnhäusern, die pumpen ja nach und nach welche raus. Und wenn das eine leer gelaufen ist, dann ist das nächste schon wieder fertig. So. Kommt echt viel Honig an. Jetzt bin ich mal gespannt, baut er sich auch noch eine Eselzucht? Also hier stehen so viele Esel, ne? Aber das sind glaube ich nicht seine. Das sind glaube ich nicht die von langweilig. Ich glaube, es sind nur die von Varis, oder? Können die von langweilig auch? Nee, die können nichts von anderen Marktplatz abholen, glaube ich. Ah, streikende Siedler. Das geht ja nicht. So, die Fische haben hier alles da. Er hat bislang noch keinen Fisch auf Eisenminen. Braucht er noch nicht. Er hat hier oben die Goldminen ausgebuddelt. Drei Stück gibt es da. Ja, genau. Das ist ja halt nicht so viel. Ist hier überhaupt noch ein anderer Berg so richtig in Reichweite? Nee, er ist da hinten, ne? Krass. Hier hinten gibt es ein bisschen Gold. Wer wagt es, diesen Berg hier anzugucken? Aber an sich ist alles genug da. Also, es ist halt nicht super viel von allem, aber ich glaube, vom Verhältnis her ist es relativ ausgewogen, weil Eisen ist auch nicht so viel da. Kohle ist auch nicht so super viel da. Stimmt, Kohle ist auch recht wenig, ne? Ja, doch, hier hinten sind ein paar Spots. Hier hinten sind auch noch mal ein paar schöne. Das könnte interessant werden. Läuft auch gerade ein bisschen leer hier. Die Eisenschmelze hat gerade nicht wirklich Kohle. Also die Kohlemine ist nicht so toll, wie mir scheint. Deswegen versucht er jetzt auch den Turm hier zu bauen, damit da unten dann die Kohlemine gebaut werden kann. So. Und die Steinmetze kriegen es. Die Mana-Produktion steht. Aber Stein zu Eisen wird noch nichts. Ich sehe auch noch kein Lager, wo irgendwo Steine drin liegen. Also hätte ja auch sein können, dass die halt. Nee, er verbaut halt einfach alles. Er hat halt auch so viel Holz. Diese ganzen Sägewerke, die pumpen halt Holz ohne Ende raus. Kann er richtig viel bauen. Also, das ist ein richtig starker Bild, muss ich sagen. Finde ich richtig gut. Gefällt mir. Varys hat da was vergessen. Wo, Moment mal. Varys hat da was vergessen. Wo hat er was vergessen? Also, Steinlager meinst du? Oder was hat er vergessen? Großes Wohnhaus kommt. Das passt. Mana-Produktion passt erstmal. Bäcker steht. Hat er eine Mühle? Ja, die Mühle hat er ja auch. Ein Bäcker kommt. Da sind die nächsten Bäcker. Er hat jetzt keine Zucht. Braucht er ja auch nicht unbedingt. Das wäre ja wieder das Hybrid-Ding, ja. Dahin kommt noch ein Bäcker. Was hat er denn vergessen? Ich bin's, was hat er denn vergessen? Schönes Zierobjekt. Den großen Tempel, den hat er noch nicht gebaut, ja. Aber der wird da oben schon mal planiert. Und der tut halt im Moment eh noch nicht Not. Der bringt ihm ja noch nichts, solange er noch keinen Stein hat. Interessant. Na gut, gehen wir erstmal wieder runter zu Fatimus. Der lagert hier auch Gold ein. Hatte er denn schon eine Goldschmelze? Er hat noch keine Goldschmelze, ne? Halbe Stunde ist rum. So langsam könnte man als Maya eine Goldschmelze schon mal haben, wenn man will. Aber er sagt sich, okay, erstmal vernünftig Nahrung hochpumpen. Ist auch okay. Dann hat er hier einen Wanderholzfäller, der voll liegt, weil die Sägewerke auch voll liegen. Maja, vierte Säge. Also, es gibt nicht viele Momente, da würde ich sagen, fast viertes Sägewerk, aber nee, dann er ist sowieso mit den Steinen schon hinten dran. Von daher würde eine vierte Säge, das vierte Sägewerk da jetzt nicht viel dran verändern. Dann hat er halt mehr Holz und ohnehin mehr Holz. Aber er könnte halt natürlich das Holz einlagern und dann später Gold machen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Bietet sich an. Okay, ansonsten, ja, die Wanderholzfäller stehen hier, schaffen ihm ordentlich Platz für die Schwerindustrie. Jäger hat er da, dann hat er hier die Zucht. Zwei Mühlen, direkt zwei Mühlen auf drei Bäcker im Moment. Okay, das ist ein bisschen Overkill. Könnte er noch einen vierten Bäcker auf jeden Fall setzen, kommt vielleicht noch. Hat er wahrscheinlich erstmal gemacht, weil er so viel Getreide hatte, ne? Vielleicht ist es auch normal. Ich glaube, ziemlich viele Leute machen das. Was die Erze angeht, hat Eggy auf jeden Fall schon ordentlich was hier ausgegraben. Gold, Eisen, Kohle liegt da schon mal gut rum. Ja, gut, ne? Kann natürlich jetzt anfangen, die Schwerindustrie hochzuzimmern. Und hier liegt erst nur Gold rum. Also bei langweilig läuft bislang die Kohleproduktion noch nicht so. Er hat zwei Kohleminen hier. Das ist auch bislang alles, ne? Zwei Kohleminen, mehr da nicht. Frage, gehen die zu dem hinteren Berg? Da ist auf jeden Fall kein Geologe am gucken bislang. Das wäre aber schon mal eine Idee,
Weil der Weg nach hier drüben ist jetzt schon weiter als der Weg da oben hin. Das wäre jetzt gar nicht so verkehrt, hier oben dann ein paar Pioniere oder hier mit hier einen Turm setzen. Dann noch einen Turm ist man schon dran und hier muss er jetzt Turm für Turm für Turm, bis er hier hinten dann die nächsten coole Spots erreicht, die gut sind. Also ja, hier sind ein paar halt. Aber das wird trotzdem nicht so einfach. Muss er ein bisschen sich so, bisschen gedulden, bis er da ankommt. Wie sieht es denn sonst aus? Die Sägewerke liegen voll mit Baumstämmen. Da hat er ein bisschen Overkill. Ein bisschen viel Holz. Steine hat er dafür. Es geht aber alles noch. Er hat ein paar Diebe rumstehen. Vermutlich. Er hat ziemlich viele Diebe rumstehen. Hat er zu viele Wohnhäuser gerissen? Anscheinend. Hat er so viele Diebe rumstehen? Hat er echt zu wenig Wohnhausplätze? Und er hat auch viel zu wenig Siedler. Er hat 160. Das ist gerade ein bisschen wenig. Okay, das Wohnhaus ist auf jeden Fall fertig. Theoretisch könnte er jetzt. Achso, er wartet wahrscheinlich noch, bis das Wohnhaus fertig ist und dann wird er sie zurückverwandeln. Vermute ich mal. Hier drüben war es. Wenn wahre Stein zu Eisen spielen will, reichen die 8 Steinmetze auf jeden Fall nicht. Ja, das denke ich auch. Also auf 10 sollte er kommen, vor allem mit der Mega-Holzindustrie, die er hier hat. Er baut welche, aber sind jetzt eigentlich schon die ersten, die ganz im Osten, also ganz links, im Westen ganz links stehen, die hier ersetzen. Das ist dann hier schon, die zwei kann er eigentlich schon bald einreißen, sobald die hier fertig sind. Weil die hier nicht mehr viel machen. Und ich sehe auch noch, also doch, hier sind Lager. Aber ich weiß nicht, ob das Steinlager werden. Und wie gesagt, ja. Also ich sehe es bislang auch nicht, dass er Stein zu Eisen zaubert. Vielleicht macht er das auch nicht. Aber er hat halt auch keine Fleischwirtschaft. Vielleicht spielt er halt einfach nur mit dem Jäger. Aber ich sehe auch keinen Jäger. Jäger hat er auch noch nicht, ne? Das wäre jetzt schon mal ganz schön, einen Jäger hier hinzubauen. Oder entdeckt ihr einen Jäger? Ich sehe keinen. Denn der wäre auf jeden Fall gut. Er hat sogar noch Fleisch auf der Eisenmühle. Das gibt's ja nicht. Okay, das hier oben ist super. Da kommt jetzt gleich, ist er gleich am Meer. Und da kann er richtig schön Fischer drumherum spammen. Und dann ist auch erstmal egal, wenn er nicht so viel Fleisch hat. Dann halt Fische auf die Butter bei die Fische und die Fische auf die schönen Eisenminen, nicht? Dass er schön mit Erz rausgepurzelt kommt dann, nicht? Ja, Fertimus macht das hier auch. Aber er macht das wahrscheinlich eher wegen des Steins. Oder wegen des Berges da hinten. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß nicht, warum das, wie das hier aussieht, aber das sind wir auch bald am Berg. Ja, und guckt mal, das ist ein toller Berg. Oho. Ja, hallo. Da sind die ganzen Schätze. Das ist mir auch schon bei einigen Karten jetzt aufgefallen, dass der Berg, der näher an der Siedlung dran ist, oft sowas hat wie dieses Gedöns hier unten. Einfach nur leere Schilder und wenig Ressourcen. Und der Berg, der weiter weg ist, der hat oft noch richtige Schätze. Also hier sind ja 1, 2, 3, 4, 5 gute Goldspots. Hier ein mega Eisenspot, das ist garantiert ein Doppelter. Hier nochmal einer daneben, dann haben wir hier wieder Kohle. Kohle. Köhler werden hier, übrigens, Köhler werden hier super. Wie viel Holzfäller hat er eigentlich? Das interessiert mich jetzt auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habe ich mir verzählt? 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 18. 18. Das ist der Standard. Achso, hier drüben ja noch. Ah, so, okay. 22, okay. Ja, damit kann man 8 Sägen spielen. die Frage wäre, ob er irgendwann dann sich hier auch noch eine Köhlerhütte baut. Ja, ist umstritten. Köhlerhütten sind nicht so. Die sind halt sehr holzlastig. Ach, hier oben hat er einen Wanderholzfäller. Zwei sogar. Aber auf einer Map, wo es nicht so viel Kohle gibt, kann das schon einiges ausmachen. Kann schon einiges machen. 36 Minuten haben wir jetzt übrigens. So, Leute. Geht's hier schon an die Schwerindustrie? Also hier stehen die Lager, hier sind die Kasernen bereit. Okidoki. Fertimus wird hier unten nahe der Wüste dann seine Truppen haben. Ah, direkt neben dem großen Tempel. Das ist natürlich auch praktisch. Dann spawnt der Priester direkt in die Truppen rein, mehr oder weniger. Er hat drei Wasserwerke im Moment, die reichen auch noch. Er hat auch genug Platz, um noch ein viertes und ein fünftes hinzusetzen, wenn er denn möchte. Bislang kommen die ganz gut damit aus. Der Schlachter hat hier noch Fleisch liegen.
Der Jäger hat noch Fleisch liegen. Die Eisenbienen sind voll versorgt mit Fleisch. Also das sehe ich auch nicht so häufig. Aber es sind halt auch erst zwei, ne? Da ist halt noch nicht so viel Eisen rausgepurzelt. Aber er sammelt alles bunt an. Okay, und also bei Eggy sieht es richtig krass aus. Also der hat, möchte ich sagen, bislang echt am meisten an Ressourcen rausgepumpt. Hat hier drüben zwei Lager schon stehen und baut da seine Kasernen. Okay, das ist schon echt eine Menge. Da wird es schwer für die beiden hier oben. Boah. Heieiei. Müssen wir mal gucken. Die Lager sind halt noch alle sehr leer. Und hat er genug Spitzhacken? Der gute Varys, hat er genug Spitzhacken? Ich weiß es nicht. Also, die Werkzeugschmiede ist auf jeden Fall am Rödeln. Da ist eine Schaufel, ja, für Planierer, natürlich. Große Tempel kommt jetzt. Aber der muss halt noch nicht fertig werden, weil er hat eh keine Steine. Aber ich glaube, er merkt das auch. Er baut einfach immer fröhlich weiter Steinmetze, weil er merkt, scheiße, es wird einfach nicht besser. Es werden einfach nicht mehr Steine. Kann doch nicht wahr sein. Und so langsam muss er, ne? Weil 38 Minuten... da muss er so langsam anfangen. Okay, hier kommen jetzt so langsam die Steine zusammen mal. Aber es ist auch echt... Die Waffenschmiede scheitert auch daran, dass da keine Kohle liegt. Er hat halt kein Brot an der Kohlemine, weil die natürlich erst frisch besetzt ist. Okay, auf den Fall hat er direkt drei gebaut. Mhm. Damit das irgendwie funktioniert. Die Steinmine, ja, natürlich. Damit er irgendwie ein bisschen mehr Stein noch kriegt. Und er geht hier unten oben zum Berg. Das machen sie sehr gut. Beide. Oder? Nee, doch. Ja, langweilig geht jetzt auch in Richtung Berg. Und hier unten, ja. Eggy geht jetzt auch zu dem Berg, weil er auch anscheinend festgestellt hat, oh, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Fettimus ist da jetzt auch gleich. Mit zwei Türmen sogar. Hat sich da jetzt schon sehr gut hin ausgebreitet. Das sieht doch gar nicht so verkehrt aus bei allen. Okay. Haben die Römer eigentlich hier jetzt schon Mana angebaut? Das wäre jetzt auch eine interessante Frage. Ja, hier steht auf jeden Fall ein Weingut und da ist auch schon ein bisschen was. 50 Mana hat der Wikinger, das ist eine ordentliche Menge. Und langweilig hat 3. Also 50 Mana für einen Wikinger ist okay zu Minute 40. Dadurch, dass er halt sehr früh das hochgezogen hat, läuft das. Er könnte natürlich viel mehr Winzer bauen. Braucht er aber nicht, weil er natürlich nach wie vor noch hier mit dem Getreidehandel unterwegs ist. Auch so viel Getreide rum. Also theoretisch könnten sie es auch so machen. Theoretisch kann langweilig auch einfach ein bisschen Getreide zurückschicken. Das verwandelt sich ja nicht wieder in Honig. Das passiert ja nicht. Ist auf jeden Fall ein schöner Arbeitsbereich hier unten, weil da niemals irgendein Siedler durchlaufen wird. Ja, eigentlich auch guten Wald da unten zu bauen, ne? Da wird ja auch nie ein Siedler langlaufen hier. Aber ist halt ein bisschen verschenkt. Da können dann so viele Fischer hinbauen. Tack, 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 tack. 20 Fischer, kein Problem. Dann haben die Goldminen auf jeden Fall keine Sorgen mehr. Weil die haben auch genug Fisch. Ja, die Schwerindustrie kommt hier. Aber das Problem bleibt, Kohle ist halt noch nicht so wirklich viel da. Das wäre jetzt ein Stein-zu-Kohle-Zauber, wäre jetzt schön, ne? Aber das ist bei allen so. Also, langweilig hat auch nicht so viel Kohle. Es liegt aber auch daran, dass er tatsächlich schon die Schwerindustrie relativ viel hier stehen hatte. Auch schon frühzeitig ein bisschen was aufgebaut hat und da jetzt schon ordentlich am Arbeiten ist. Und echt der Einzige, der richtig Kohle hat, ist hier unten Eggy. Der hat da echt die Lager voll mit allem. Und er bügelt jetzt seine Schwerindustrie hoch. Minute 40. Okay. Das kommt mir immer so spät vor. Also wenn man so zuguckt, dann denkt man, ja, es läuft alles. Wenn ich fertig spiele, denke ich so, oh Gott, Minute 40, Schwerindustrie. Wie soll ich jetzt noch irgendwie überhaupt auf 50 Solis kommen zur PT? Aber irgendwie hauen die ja dann doch ganz gut raus, wenn die erstmal angelaufen sind. Ja, bei Fettimus sieht es ähnlich aus. Auch bei ihm ist halt Kohle das Ding, ne? Aber er hat halt auch schon einiges an Schwerindustrie stehen. Wobei die Lager auch leer sind. Also es liegt halt Kohle dran an den ganzen Gebäuden. Aber so richtig viel ist auch noch nicht rausgekommen. Also das wird eine interessante Runde. Gold und Eisen gibt's. Ich habe echt gedacht, es würde am Gold scheitern, aber nee, es ist tatsächlich Kohle.
Kohle ist das Problem. Und hier oben ist ein Türmchen, was nicht besetzt wird. Gibt's hier einen Soldaten? Ja, ne. Muss jetzt einmal quer rüber rennen. Zu viel am Erkunden gewesen hier, die ganzen Soldaten. Oder sind die hier womöglich in die PT-Wall gerannt? Nein, keiner gestorben. Was mir vorhin übrigens passiert, ist einer aus Versehen in die PT-Wall gerannt. Das war aber kurz vor PT-Ende, das war egal. Ich bin echt gespannt, wie sich das hier ausgeht. Also ich glaube, Eggy, ich wage die Prognose. Zweite Mühle vergessen, warum liegt die Getreidefarm voll? Bei wem? Bei Eggy? Bei Langweilig? Wir gucken einfach mal. Also hier, die sehen noch nicht ganz voll aus. Die sehen noch okay aus. Ich meine, bei Langweilig könnte es natürlich dran liegen, dass das hier voll liegt, dass er halt genug Getreide hier geschickt bekommt. Ne? Über den Marktplatz kriegt er ja eine ganze Menge. Aber er hat auf jeden Fall zwei Mühlen. Bei Eggy liegt da Getreide rum. Nö, die Farmen laufen alle. Das sind 6, 7 Farmen. 7 Farmen, 2 Zuchten, 2 Mühlen und dann die 5 Bäcker. Jo, genau. Und ein Metzger. Er hat noch nicht den Overkill gemacht, dass er irgendwie 4 Zuchten baut, so wie ich das gemacht habe, weil nichts lief. Bei Varys. Passt schon, war eben noch voll. Ah, okay. Okay. Ja, vielleicht war da gerade auch so ein Siedlerstau, dass die. Er baut halt die Wohnhäuser alle hier oben, was natürlich sinnvoll ist. Denn hier wird er dann rekrutieren. Aber die müssen natürlich im Moment noch weit hier runterlaufen, um hier die Wirtschaft am Laufen zu halten. Er hat einmal den Zauber gemacht. Ich habe leider nicht darauf geachtet, ob der perfekt war, ob da genug Steine da lagen. Ah, es ist schon heftig. Also er könnte jetzt definitiv Köhlerhütten bauen. Er hat sehr viele Baumstämme rumliegen, die hier unten. Es sind aber tatsächlich... Und echt Ressourcen. Krass, er verbaut ordentlich Ressourcen, ne? Also die 8 Sägen laufen durch, es liegt keine voll. Und er verbaut halt auch die ganzen Steine. Ich möchte mal wissen, wie viel Planierer und Bauarbeiter er hat. Er baut halt echt permanent und er kriegt das auch gut gezimmert. Das ist schon ordentliches Wirtschaftswunder da. Sieht hier ein bisschen anders aus. Guckt mal hier, Römer. 5 Sägewerke. Baumstämme sind überall fast voll. Und eine Säge liegt auch komplett dicht. Steine liegen auch voll. Also, Langweilig baut nicht so viel. Petimus, das sieht überall gut im Saft aus. Da liegt nichts voll. Alles am Arbeiten. Die 4. Säge hat er jetzt auch. Fängt da an, Holz einzulagern. Ne, bislang noch nicht. Und hier, was sagen hier die Rohstoffe? Liegen auch die Sägewerke relativ voll. Aber ich glaube, die arbeiten alle hier, ne? Sieht man hier jetzt nicht so schön, ob da ein Brett liegt oder nicht. Oder wie viele da liegen. Aber ich glaube, die sind alle am Arbeiten. Und die Steinmetze, ja, da liegt einer voll. Aber das kann man ja mal verkraften. Das ist ja nicht so wild. Das ist ja nicht so tragisch. Da hat er sich den Jäger dahin gebaut, wo er den Wald abholzt. Das ist ja auch ulkig. Und da hat er sich gedacht, nee, ich forste ihn doch lieber wieder auf. Okay, süß. Ein Förster für 3 Holzfäller. Oder für 2. Mal gucken. Aber, wie gesagt, Eggy ist da gut dabei. Jetzt kommt von hier hinten, also er hat sich ja jetzt schon sehr weit hier nach Süden ausgebreitet. Hier hinten hat er halt seine richtigen Minen. Das hat er sehr clever gemacht, dass er wirklich... Also, wie gesagt, an sich... War hier Kampf? Nö, ne? Hier war kein Kampf, oder? Yippie! Hat die Kampfmusik gehört gerade? Ich glaube nicht. Hier unten der Berg, der ist halt auch sehr ertragreich. Da hat er aber noch nicht so viel drauf gesetzt. Hat noch keiner, ne? Hat da jetzt sich schon einer den Berg da oben so richtig geholt? Nö, ne? Die sind da immer noch nicht richtig dran. Okay, ist Eggy echt der Erste? Ich dachte jetzt... Okay, Varys hat da was gesetzt, aber noch nicht gebaut. Kann ja noch gut bauen, ne? Geht hier die Schar an Bauarbeitern erstmal hier oben hin. Aha, jetzt liegt hier plötzlich Kohle rum in Massen. Eisenerz hat... Jetzt braucht er den Stein zur Eisenzauber gar nicht. Er hat doch genug Eisenerz, aber er hat halt nur eine Schmelze wahrscheinlich nach wie vor. Ja, sieht so aus, als wäre es erst eine. Okay, er geht auf jeden Fall auf Bögen. Was passiert hier? Wurden langweilig so ein Kasern da oben auch Bögen. Ja, gehen wir dann alle auf Bögen. Ne? Bögen. Und lasst mich raten. Bögen. Okay, alle auf Bögen. Das ist eine coole Sache. Yippie! Yippie! Oh, schauen wir mal, wie es ist. Ui! Dankeschön.
So, muss ich auch gucken, dass ich hier schön zwischendurch ein bisschen was abbeiße. Mal gucken. Am besten zur PT, wenn der Kampf losgeht. Schickt sich ja nicht so, ne? Aber mal gucken, ob ich zwischendurch so ein bisschen wagen kann. Wobei, das wollt ihr lieber gar nicht sehen, wenn ich hier anfange zu essen. Die Bäcker liegen relativ voll mit Mehl. Hat er nach wie vor drei. Nach wie vor Fettimus bräuchte noch einen vierten Bäcker. Er hat halt sehr viel Mehl hier rumliegen, ne? Also die eine Mühle liegt eigentlich auch komplett voll. Die arbeitet gar nicht mehr. Eine Mühle reicht ja schon fast für drei Bäcker. Von daher, also fast, nicht ganz, aber... Deswegen eigentlich bräuchte er mindestens einen, eher sogar zwei Bäcker. Die fünf wären schon sinnvoll. Oder ist das bei Maya langsamer? Lass mal gucken. Ich kann da mal kurz gucken. Die Mühle. Maya 3,6 tatsächlich. Die ist langsamer als beim Römer. Krass, die ist echt langsam bei Maya. Okay. Und Bäcker. Okay, der Bäcker ist tatsächlich so relativ schnell. 2,1. Okay, krass. Vom Verhältnis tatsächlich gar nicht so wild. Okay. Also, passt sogar fast. Also, sind halt hier dann, ne, bis er bei zwei, mit zwei Mühlen, mit drei Bäckern ist er bei, da ist ein Bonus gekommen, bei 6,3 und zwei Mühlen ist er bei 7,2. Ist tatsächlich gar nicht so viel Unterschied. Krass. Okay, gut. Muss ich als Maya mal aufpassen, wenn ich hier Maya spiele. Mal sehen, ob ich Maya spiele noch im Turnier. Aber ich denke schon. Da kommen jetzt ein paar Fischer. Ja, Zeit hier ein paar Fischer hinzusetzen, ey. Die ganze Zeit schon da dran. Und er hat ja genug Holz. Er kann ja sich die ganze Zeit die welche bauen. Wer war das? Da wurde wieder gezaubert. Das war... Das war voll verschenkt. Ah, ja, ja. Ich glaube, Varys hat ein bisschen Panik. Weil das waren ja... Keine Ahnung. 10 Steine? 15 Steine maximal? 16? Also es waren jetzt 2 Stacks oder so. Und er verzaubert ja 4 Stacks, theoretisch, bis zu, ich glaube, bis zu 32 Eisen kriegt man raus. Aha! Da kommt Wild. Wo ist der Jäger? Sag bloß, er hat Wild gezaubert, aber noch kein Jäger. Hä? Bin ich blind? Ich hab noch keinen Jäger. Was? Das kann doch nicht sein. Da wird der Jäger gebaut, glaube ich. Hier wird auch einer gebaut. Okay. Ja gut, er hat das gut hingekriegt mit der Wüste, damit halt das Wild nicht wegläuft. Das sind so diese klassischen Manöver, ja, ne, damit das Wild da schön drin bleibt. Aber ist schon ulkig. Ist schon ulkig. Vor allem, er braucht es im Moment auch gar nicht, weil er tatsächlich ja noch Eisenerz rumliegen hat. Er bräuchte eher die Eisenschmelze. Puh, also noch 10 Minuten bis zur PT. Hier unten, Eggy drückt schon seine Soldaten raus. Er hat immer noch Gold ohne Ende im Lager rumliegen. Und guckt euch diesen Strom an Siedlern an hier. Ist ja Wahnsinn. Die laufen hier alle lang. Bisschen ungünstig ist, dass die hier am Berg lang laufen. Da entsteht kein Pfad. Dadurch sind sie nicht schneller. Die werden ja einen Tick schneller, wenn sie halt auf diesen Steinstraßen unterwegs sind. Das ist hier leider nicht gefallen. Wer gewinnt? Oh, Momentchen mal. Das hätte ich ja hier. Seht ihr wohl, habe ich ganz vergessen, die Umfrage zu starten. Wer gewinnt? Ach komm, das machen wir nochmal schnell. Ist jetzt zwar nicht ganz so ulkig, weil ist ja jetzt schon ein bisschen her. So, warte mal. Ich gehe mal hier auf Creator der Sport und stelle mal kurz ein. Ja, das hätte ich natürlich nochmal machen müssen, ne? Vorhersage. Also. Nee, ich will eine neue Vorhersage starten, bitte. Wer wird gewinnen? Was? So. Wer wird gewinnen? Etwas spät. Also, wir haben Team 1. Das sind Langweilig und Varys. Oder Fettimus und Eggy. So. Ich mach mal 2 Minuten, das reicht. Damit wir noch vor der PT das Ergebnis haben. So, bitteschön. Verstanden. Bitteschön. Alle rinnen. Meine nicht eine Umfrage, sondern im Spiel. Ja, im Spiel ist das natürlich auch, aber es hat mich nur gerade daran erinnert, dass man da auch ein bisschen Mana reinwetten kann. Also, ich denke mal, also Eggy haut halt ordentlich Soldaten schon raus. Der hat hier schon jetzt, wie viel hat er da jetzt stehen? 60.
Vares fängt auch an mit Rekrutieren. Tatsächlich sieht es gar nicht so schlecht aus hier. Es sah irgendwie so wenig aus. Aber er hat halt irgendwie so mit Kohle plötzlich so einen Overkill gekriegt. Ohne irgendeine Köderhütte. Die sehe ich nämlich nicht. Und haut jetzt da auch Truppen raus. Hat jetzt Kohle plötzlich ohne Ende. Jetzt fehlt es ihm an Golderz schon eher. Weil Eisenerz zaubert er sich ja. Dann haben wir langweilig hier drüben, der noch jede Menge Golderz liegen hat, der halt wirklich ein Problem mit der Kohle nach wie vor hat. Er hat jetzt hierhin seine Minen und er ist, glaube ich, nicht wirklich mit den Schmelzgebäuden up to date. Er bräuchte mehr Schmelzen. Also ich glaube, die Kohleminen sind auch noch nicht so wirklich lange da am Arbeiten. Denn die müssen hier krass lange liefern. Puh, ja. Und er hat da nicht ge... Also ich glaube, das werden noch nicht so viele Truppen hier. Bei Fatimus. Moment mal. Fatimus hat ordentlich Gold, aber ich glaube, das sind noch nicht so wirklich viele Waffen hier. Und seine Kaserne hat er auch noch nicht mal gebaut. Oh, das könnte jetzt ein bisschen kribbelig werden. Ich meine, er hat zwar noch 5 Minuten dann. Brauchst du noch ein bisschen Unterstützung? Ja, wenn du magst, komm rein! Ja, komm rein! Wenn du magst, komm gerne dazu. Einfach den Kanal. Ins Spiel kannst du natürlich nicht mehr. Müsstest da halt dann mit dem Stream im Hintergrund dann als Bild hantieren. Aber immer gerne mit dazu. Dann schreibe ich dich auch sogar gleich hier noch mit in die Dingsbums damit rein. In die Beschreibung. Abend. Guten Abend! Schön, dass du da bist. Ich hoffe, Kommst ja meine. fast pünktlich. Dann, jetzt wird es ja gleich spannend. So. Ja. Hui, was sagst du bislang zum Spiel? Hast du viel gesehen Ich bin gehabt? gerade gekommen. Ah, gerade gekommen. Ah, Okay. gerade gekommen, okay. Oh, dann Lautsprecher müsste man ausmachen. Oder? Ah, okay, jetzt höre ich mich nicht mehr. Alles gut. Ja, es könnte interessant werden. Interessanterweise ist Varys oben in Rot, der Wikinger, der irgendwie jetzt eigentlich gar nicht so gut dastand, aber jetzt trotzdem halbwegs was rauskriegt an Truppen, wobei jetzt seine Ressourcen aufgebraucht sind. Eggie unten in Blau sieht am besten aus. Oben ist Kohlemangel bei Langweilig in Grün und Fatimus hat ordentlich Erz und auch ordentlich Gold. Aber noch keine wirklichen Waffen und vor allem stehen seine Kasernen noch nicht. Das könnte ein bisschen knackig werden, bis zur PT da alles rauszuhauen. Also mal gespannt. Wie viele Waffenschmieden hat er denn? 4, 5. Und baut jetzt 6 und 7 gerade. Okay. Ja. Das könnte knifflig werden. Mit den Siedlern sind alle, glaube ich, soweit okay. Eggie hat noch 400. Es riecht sogar fast nach ein bisschen Siedlermangel hier. Ja, viele stehen da nicht rum. Ich glaube, steht gerade echt gar keiner rum, oder? Steht hier irgendwer? Ja, da Sie sehen sieht die nicht, Wohnung schon sieht nicht gut aus. sieht nicht so gut aus. Also die Wohnhäuser da, die brauchen auch noch ein bisschen. Es baut auch noch Zierobjekte gerade in dem Moment. Er hat halt diesen. 400 ist auch zu dem Zeitpunkt relativ wenig. Es kommt natürlich auch Ja. darauf an, was er so an Schwerindustrie stehen hat. Ja, er hat halt Prinzipiell. diesen langen Weg unten vom Berg hoch. Das heißt, die Siedler sind natürlich auch super Haben lange Sie einen da. Hauptberg, der so lang gezogen ist, Ja, oder haben Sie ja. noch woanders Berg? Also sie haben noch einen kleinen hier hinten im Hinterland. Da sind aber bislang erstaunlich wenig hingegangen. Also Eggie ist da halt dran. Das macht natürlich seinen Laufweg auch nochmal weiter. Und Varys hat hier oben den gut ausgebeutet. Ansonsten, ja, okay, gut. Langweilig ist jetzt auch dran und Fatimus hat jetzt auch ein bisschen was da stehen. Obwohl sie alle relativ früh den Berg eingenommen haben und der eigentlich auch besser. Oh, der Koma ist noch so laut. Dann mache ich mal hier ein bisschen. Dann stelle ich die mal ein bisschen leiser bei Ich kann auch Dings. gerade selber. Ja, ich regle dich ein bisschen runter oder so. Passt. Okay. Wird ja wieder hier Abmischung immer. Guti. Ja, irgendwie funktioniert der Stream wieder nicht so. Oh, was hat er denn jetzt vor? Ah, okay. Die Siedler zum Rekrutieren runterbringen. Das macht Fatimus natürlich sehr schick. Alles schön Diebe. Aber bitte mit Altbefehl nicht, dass sie anfangen hier Steine zu klauen. Ach so, oder Können die nicht. er hat Können die den nicht. Platz noch geräumt. Von eigenen Gebäuden können die das nichts wegnehmen und sie können auch insbesondere nichts aus Lagern aus eigenen Okay. nehmen.
Ja, nee, dann war es nur der Stein oder Goldbarren hier, den er hatte, ne? Aber es ist ein guter Call, weil er ja jetzt wirklich schnell rausrekrutieren möchte. Jetzt stehen da immerhin die Siedler schon mal. Ja, das war nicht schlecht, das hat er gut gemacht. Aber er könnte bei ihm tatsächlich auch knapp werden. Fetti spielt hier vier Sägen, zwei Werkis. Ja. Er hat hier zwei Werkzeugschmieden, stimmt, genau, da bin ich auch noch gar nicht drauf eingegangen, dass er mit zwei Werkzeugschmieden hier hantiert. Aber ich glaube, die zweite kam erst später. Wo steht die überhaupt? Ja, normalerweise baut man die dann ja auch erst irgendwie nach der Nahrung, weil ich gucke nämlich gerade und bei ihm liegt das Holz schon nicht gestrichen voll, aber fast gestrichen voll an den Sägen. Das stimmt. Also es lief lange ziemlich gut, da hat er, lief es bei ihm mit am besten, da hat er Stein und Holz relativ zügig alles weggekriegt, während bei fast allen anderen immer irgendwas zumindest halbwegs voll lag noch. Wobei Varys... Was mir ja sehr gefällt, ist da diese Farm, die quasi in das Haus anpflanzen soll. Ja, Farben, die in Häuserpflanzen sind immer gut. Willst du mal so ein bisschen rausscrollen? Dann können wir vielleicht mal einmal so ganz generell gucken, was so bei den Leuten los ist. Also Fetti spielt hier so einen normalen, halbwegs normalen 4 Säcken, 2 Werki-Aufbau, wobei ich die zweite Werki auch immer noch nicht gefunden habe, muss ich sagen. Nee, es sieht jetzt echt gerade nur noch eine aus irgendwie. Ich glaube, es ist tatsächlich auch noch eine. Also, das ist eine Sache, wenn ihr eine Werki spielen wollt als Maja, dann tut euch den Gefallen und spielt einfach mit 3 Sägen. Dann, das ist viel entspannter. Also, damit kann man locker seine 300 zu PT machen und das ist alles viel, viel einfacher. Dann spielt er ein bisschen Mana, 3, 2, 1 wahrscheinlich, genau, hat 7, genau, 10, 11 Farmen schon stehen, die 12. ist im Bau, das ist schon relativ viel. Er hat aber auch super wenig Schwerindustrie, habe ich den Eindruck. Ja. Und das, zum Beispiel sein Fleisch stapelt sich ja absolut. Ja. Rote eigentlich also auch. Er hat auch zu wenig also Bäcker. Er hat auch nur 3 Bäcker. Im Moment. Also es ist schon okay, wenn du quasi mit 3 Bäckern anfängst und dann den vierten quasi nachziehst. Aber der vierte Bäcker muss natürlich deutlich vor der nächsten Mühle kommen, weil die 3 Bäcker schon ein bisschen langsamer sind als 2 Mühlen bei Maja. Ja, schon ziemlich lange. Und also, jetzt hat er vor allem 4 Mühlen und ich weiß auch nicht, wo die Bäcker kommen. Ich glaube, hier kommen nochmal 2 Bäcker beim Schlachter. Ich würde behaupten, wenn man quasi so ein Bild spielt, der ein bisschen irgendwie stringent ist, also wo man wirklich so viel Nahrung produziert, wie man dann auch nachher verbrauchen kann, dann ist man wahrscheinlich immer besser bedient. Ja. Aber ja, so läuft es bei Fetti. Der rekrutiert jetzt ein bisschen was raus. Der hat hier auch zumindest 3 Lager voll oder so. Oder kommt Er hat halt viel Gold, er hat nicht so viele Waffen, aber da kommt jetzt ganz gut was nach. Also die Waffenschmieden laufen jetzt alle. Gucken wir mal kurz. Eggie runter. Zwei große Wohnhäuser fertig. Ja, genau, die werden jetzt langsam fertig. Aber man sieht auch, er hat die Lager voll und er kann nichts rekrutieren, weil er halt einfach keine Träger hat. Das ist natürlich tödlich. Aber war denn die Karte irgendwie schwierig? Also ich fand die Karte... sie sah echt gut aus, sag ich mal. Es war gut, also ein schöner Startwald, auch vor allem mit diesem Gras, was halt nicht platt getrommelt werden kann. Steinfelder waren sehr gut. Muss man sagen. Ja. Also ich kann verstehen, warum die hier alle nicht gut ihre Sachen verbaut kriegen, weil die Farmen stehen schon so ein bisschen hügelig, habe ich den Eindruck. Ja, es ist so leicht hügelig, aber auch nicht so krass, habe ich das Gefühl. Also es gibt so ein paar Hügel, aber es geht, glaube ich, vom Planieraufwand. Und ich finde eigentlich ganz schön, weil aber keiner, ich weiß nicht, ob das nicht mehr so gemacht wird, es ist so viel Wasser hier, dass hier viele Fischer eigentlich stehen können, aber keiner hat so wirklich viele Fischer gebaut. So, PC also, ist übrigens lass mal kurz gucken. Das Problem bei vielen Fischern ist halt, dass du super viel Siedler brauchst. Ja, das stimmt natürlich, die tragen dann viel. So, 119, 171, also 119 war langweilig, 171 beim Wikinger, bei Varys, der hat echt am meisten gedrückt zur PT noch. Und dann echt er hat nur auch 88. noch 100 Mana über und er hat noch 805 Siedler. Ja, echt nur also 88 bei Die bauen sich mit einer Burg zusammen, auch spannend da. Wo ist eine Burg? Ach da, ja krass. Oben. Ja, cool. Oh. Aber die zerstören sich doch gleich gegenseitig. Das könnte knapp werden. Also mit etwas Glück... Jetzt lügen sie nicht, weil der Turm ja von Grün noch daneben steht. Ach ja, und die Burg schützt. Ja, okay, stimmt. Ja, der Turm ist noch da. Ja. Okay, gut, ja, dann und passt das. Und der andere Turm steht da auch neben und schützt sie auch dementsprechend. Ja. War das zaubert hier auch die Wüste für beide weg? Ja, damit die hier auch schön bauen können. Das ist auch ganz schön. Ja, er hat ja genug Mana. Wobei, ja, 80 hat er noch, das ist okay. Hast du ein Delay im Stream drin? Nee, habe ich nicht.
Aber Okay, ja, so ein bislang. bisschen diese 15 Sekunden wahrscheinlich Achso, ja, standardmäßig. das kann sein, dass da zwischendurch vielleicht irgendwas gehakelt hat oder so. Spielen die einen Honigaufbau, weil ich sehe da einen Ja, Markt, auf dem ja, ganz viel ja. Getreide Das liegt. haben sehr früh gemacht, weil es hat sehr früh, ich glaube nach 10 Minuten hat er, glaube ich, schon die erste Honigfarm, den Imker. Und seitdem hat er permanent hier Getreide Schickt da Honig rübergeschickt. rüber. Ja, cool. Also Aber es es wird fehlt ja halt im nur, dass Moment ein bisschen nicht. Getreide zurückkommt. Das wäre Nee, jetzt halt das ist so. nicht der Plan. Das ist tatsächlich nicht unbedingt der Plan. Nee, aber Eigentlich, würde gehen, weil halt so viel rumliegt, ne? ja, aber kannst nicht vom selben Markt zurückschicken, von dem du bekommst. Dann musst du einen zweiten Markt bauen und Ja, das stimmt. und beide einen zweiten Markt bauen und das zurückschicken. Ja, okay, Aber und eigentlich das ist der kostet nicht Plan, so dass viel. der Römer das verbraucht, weil der baut ja Ja. nur drei eigene quasi, Ja. ne? Und Und dementsprechend kann dann der ist natürlich. quasi trotzdem irgendwie das Äquivalent von 7 bis 9 Farmen hier spielen, je nachdem, wie viel Imker. Ich glaube, ein Imker ist so, Ja, da glaube ich lass mich gerade. lügen, 1,75 bis 2,5 Farmen. Irgendwie sowas. Müsste ich nachgucken. Aber auf jeden Fall nicht wenig. Also jetzt sollten die beiden im Norden eigentlich angreifen. Ich weiß nicht, wie viel sie sehen. Ich meine, sie sehen Das glaube natürlich ich nicht, nicht. was da Ich glaube, steht. dass die im Late Game deutlich stärker sind und die Laufwege sind hier viel zu weit. Du kannst hier eigentlich noch nicht Das angreifen, wenn du nicht stimmt. mindestens 119 hast, eher 132. Ja, wahrscheinlich. Ich Das glaube, das ist einzige genau der Ding ist richtige halt, Call. dass, ja gut, wahrscheinlich. Das einzige Ding ist halt, dass Eggy, sobald er halt aus seinem Siedlermangel raus, wobei, Wer ist aus seinem ist er Siedlermangel jetzt schon raus? raus, er rekrutiert trotzdem noch nicht, weil er nicht Dann will. muss man mal nachgucken könnte bei Eggy, ob die Lager noch an sind. Also zumindest das Goldlager noch an ist und so weiter. Aber ich glaube, vielleicht hat er sie ausgestellt. Ja, doch, er Müssen wir mal rekrutiert darauf jetzt so achten, ob langsam. quasi, Es werden wieder Sachen ob da hingetragen. Gold, ob da, also wenn man im Siedlermangel ist, das erste ist oder am besten kurz bevor man in den Siedlermangel kommt, die Lager Lager aufstellen. abstellen. Ja. Ist ganz wichtig. Damit da nichts Eggy mehr spielt hier reinkommt. eine Werkzeugschmiede mit 3, 5, 6 Farmen oder 5 Farmen? Sorry, 6 sechs. hatte er. No. 7 Farmen. Ne, 7 Farmen, genau. 7 Farmen sogar, 2 7 Mühlen Farmen, 6 Sägen. und 2 Zuchten. Ja, und dazu eine kleine Mana-Produktion, ne? Wie viel Mana hat er gerade? Genau, ein bisschen hat er hier drüben 2 Winzer. Er hat jetzt gerade 30  30. Mana. Ist noch nicht so das Highlight. Aber es geht. Ja, interessant. Ja. Sind alle sehr defensiv. Also du meinst, das Nordteam ist im Late Game stärker? Ja gut, die haben schon ordentlich Ja, hier würde ich was schon sagen, dass die rausgepumpt. im Schnitt solider spielen, die beiden. Ja, also da kommt jetzt auch ordentlich was raus. Das Einzige ist natürlich, wie das Da hier ist eine mit zweite der Burg. Wirtschaft ist. Ja Da genau, ist eine hier sogar noch zweite eine Burg. zweite Burg direkt an den Kasernen, die er schützt. Uiuiui. Auch stark. Also wenn die hier natürlich. Gab es hier irgendwelche Regeln im Turnier jetzt eigentlich, dass man nur so und so viele Burgen haben darf oder so? Nö, ne? Nein, das ist auch mittlerweile eigentlich vollkommen irrelevant. Also das Einzige, was dir passieren kann, ist, wenn er die an der Front hat, dann willst du die halt vielleicht eventuell nicht einnehmen und dann gehst du halt außenrum mit Saboteuren und machst halt den Rest platt oder so. Also ich glaube nicht, dass das was bringt. Aber also auch bei ihm, es läuft nicht durch. Es läuft nicht flüssig. Wir sehen, er hat zu Nee. viel Holz über. Jetzt ist die Frage, liegt es daran, dass er Ja. Steinmangel hat? Das war vorhin auf Wahrscheinlich, jeden Fall ne? sein Fall. Oh ja, das ist definitiv noch der Fall. Ja. Also das hat er auch die ganze Ja, Zeit du ein siehst bisschen ja, dass die gehabt. ganzen Gebäude zum Teil schon Holz dran liegen haben, aber noch kein. Obwohl, da Ja, noch liegen kein auch Stein. Steine rum. Also, so Also schlimm es kann es nicht geht, sein. aber er hat verdammt weite Laufwege. Also er muss unbedingt hier die Steinmetze nachziehen jetzt. Weil das bisschen hier ist auch gleich weg. Aber sie ziehen sich Wie ist denn das? zusammen, sie Sind scheinen deren Push Lager zu machen leer? im Süden. Die Lager sind noch nicht Sind deren leer. Lager. Also doch, da oben sind, es liegen noch Bögen drin. Gold ist aber erstmal raus, dafür hat er noch Golderz liegen. Bei Varys ist es soweit alles aufgebraucht. Im Moment. Der Ja, pumpt das. aber auch noch ordentlich was hinterher. Jetzt hat er plötzlich zu viel Kohle. Vorhin hatte er echt wenig Kohle, aber jetzt schwimmt er in Kohle irgendwie. Und der hat ein bisschen wenig Brot hier auch. Es ist die Frage, ob er quasi. Ja, okay, lässt noch eine Steinmine mitlaufen und er hat aber auch genug Kohle rumliegen. Also bei dem ist kein Ja, das Kohlemangel passt noch. zu sehen. Aber Jetzt stimmt, genau. denke ich mal, dass die irgendwas gesehen haben. Ja, also sie Aber ich marschieren jetzt glaube auf nicht, jeden dass wir Fall beide sonst loslaufen runter. würden. Also vielleicht haben sie ja gesehen tatsächlich, dass bei Eggy die Lager so voll liegen und sagen sich jetzt, ja, wenn die so voll liegen, muss das ja irgendeinen Grund haben. Wir Es ist könnten ja ja mal auch. gucken, ob wir einen Dieb irgendwo sehen. Ja, also nominell hat das Nordteam tatsächlich nur 9 Diebe. Insgesamt, Das heißt nur, wenn die aber neuen Diebe an der richtigen Stelle stehen ja, und dann genau das sieht man Richtige das, ne? sehen. Dann ist das schon ganz gut. Ich habe das Gefühl, Eggy hat auch, könnte auch in den Langweilig hat Steinmangel einen laufen, weil seine Bogenschützen. Steinmetze. Hier steht. Ah, da läuft doch gerade ein Dieb rein.
Ja, wobei es Also, dann blauer. wenn wir jetzt mal uns mal Eggies Steinmetze angucken, die sind alle nicht mehr so ultra effektiv. Und wenn er nicht noch Ja, irgendwo einen stimmt. Satz hat, dann hat er gleich ein Problem. Ja, das sind auch echt nicht mehr viele hier. Er hat interessanterweise hier vorne so ein paar Startsteine. Hat die. Sind die hier übergeblieben oder hat die Fetti dahin gezaubert? Nee, glaube ich nicht. Warum hat er da noch Steine? Okay, Vielleicht zu früh Überbleibsel. den Steinmetz gerissen. Das kann sein. Ja, die hier hinten, die haben echt Weil weite die von oben Laufwege. arbeiten ja auch noch da rein, weil Ja, die haben wahrscheinlich. ultraweite Laufwege. Die rennen halt einfach nur Ich lange. glaube, wenn er jetzt ein Lager mit Steinen anstellen würde, würde da kein Stein ankommen. Vermutlich. Okay, jetzt drückt er auf jeden Fall Wenn wir uns jetzt Truppen. mal die KK angucken, Ja, die wir ist sehen, dass tatsächlich noch keiner die ausgewichen. 119 hat. Ja, da ist noch keiner. Und insbesondere hat das untere Team die defensiven 107 nicht oder 106,5, was echt kritisch ist. Das Das kann braucht man bitter zum werden. Verteidigen definitiv. Ja, und sie sind auch in der Unterzahl nach wie vor. Fettimus läuft jetzt Ja, aber rüber, glaube ich. mit den Laufwegen und es wird ja noch bei Eggy ordentlich rausrekrutiert. Der könnte quasi auch diesen Diebetrick von Fetty machen. Die einfach darunter schicken. Oder halt Diebe in den Tod schmeißen. Truppen hat, sie hat er jetzt wieder genug. Und es ist auch für bei Fetty ganz wichtig, dass er einen Priester mitnimmt, weil der hat hier noch Ja. einiges an Mana, der kann noch ein paar Mal Da kann Schmetterlinge er ein zaubern. paar coole Sachen machen. Der Priester steht da im Und Moment der noch. Wiki hat aber auch noch einiges an Mana. Ja. Ja, der hatte auch echt ordentliche Produktion dafür, dass er eigentlich hier nur den Minimal-Mana-Aufbau spielt. Mit hier wirklich zwei kleinen Tempeln und zwei Winzern. Nicht Winzern, Meddistillen. Er hat da wahrscheinlich wenig Stein gezaubert und dann bleibt da schon auch noch ordentlich was über. Ja. Wobei er zwischendurch hat Noch er sogar so ein zwei, paar drei gehabt, da Tempel. hat er irgendwie dann nur 16 Steine in Eisen verwandelt, hat er ineffektiv gezaubert, aber hat wohl geklappt. Okay, die besetzen sich hier auch in Bewegung jetzt. Fettimus, Was die die haben machen es müssten, gesehen. ist eine vernünftige Linie vor den Kasernen und dem Turm da jetzt ziehen. Also die Häuser passen schon mal reißen und sich da ordentlich aufstellen. Um da zu verteidigen dann, ja. Weil die wollen nicht den Fight an der Landesgrenze nehmen. Das wäre nicht gut. Nee. Wobei, nee, die haben ja, nee, kampfkraftmäßig tut sich da nichts. Nee, die sind halt auch alle sind halt auch in der Unterzahl. Kommen hier ganz viele Level 1er Schwertis, die jetzt gleich den Turmsnipe wahrscheinlich machen wollen. Oder einfach den Truppen in die Flanke fallen. Von Ja, komm mal langweilig. von. Was ganz wichtig ist, ist, dass der Wiki nicht die Level 1 Schwerter macht. Weil die Level 1 Schwerter beim Wiki schlechter sind als die von anderen Völkern. Ja, okay. Ja, den Fehler habe ich vorhin Der muss gemacht. Axtkämpfer machen. Ja, da musst du Axtkämpfer machen. Als Ja. Wiki. Level 1. Ja. Das ist gar nicht so verkehrt. Aber bei Level 3, ja gut, Level 3 dann trotzdem auch wieder als Kämpfer. Aber interessant ist, keiner von den beiden Römern macht den Sanitäter-Move, die Sanitäter-Kombo. Die spielen alle nur mit Bögen. Und ein paar Schwertkämpfer sind halt dazwischen gemischt. Also, man kann schon Level 1 Sanitäter dazu mischen, wenn man hinter Häusern fightet und das Gefühl hat, man möchte quasi einen längeren Fight haben, dann sind die auch wirklich effektiv. Ja. Aber wenn du jetzt noch so, nicht so große Armeen hast, dann sind die Level 1 Schwerter deutlich effektiver, wenn du sie richtig einsetzt. Bis zu diesen, also diese Größen, die da jetzt gegeneinander kämpfen, da wären fast reine Schwerterarmeen noch besser. Was ganz, Ja, ne, ganz weil die schlecht einfach ist reinrennen Level können. 1 Bogenschützen. Level 1 Bogenschützen sind ganz schlecht, weil die deine Ja, Linie ich sehe die schlechter gerade hier machen und nicht ankommen. besser. Genau, hier kommen einige an und das ist natürlich. Die sind ja nicht, also die sind ja echt nur Kanonenfutter und dafür halten sie auch nicht lange aus. Es sei denn, du sortierst sie raus und lässt sie irgendwie in die Flanke reinlaufen, dann sind sie natürlich trotzdem gut. Okay, das kann man. Kann man das machen, dass man irgendwie mit irgendeinem Nee, Tastenkommando nur Level kann 1 man nicht. auswählt? Nee, ne? Das geht Nee, nicht. nee. Das wäre natürlich Deswegen auch ist ja cool. gerade so effektiv, quasi stattdessen irgendwie Schwerter, Axtkämpfer, Ja, Blasrohrschützen oder sowas zu machen. reinzunehmen. Okay, die Diebe stehen hier auf jeden Fall. Es ist interessant, ich hätte tatsächlich gedacht, dass irgendjemand so ein Flankmanöver, also dadurch, dass jetzt die großen Armeen links stehen, dass irgendwie rechts so ein kleiner Trupp Schwertkämpfer oder sowas langläuft, aber das scheint keiner zu tun. Ist Wie aber auch sieht denn. schwierig gegen eine Burg, die neben der anderen Burg steht Nö, im aber auch von Hinterland, der anderen also. Seite. Also hätte ja auch sein können, dass Achso, hier auch ja, noch aus okay, dem das Norden ein paar stimmt. Schwertkämpfer kommen oder so. Weil die Ja, die Kasernen wollen das, von denke Fetti ich, sind ja da blank. retten. Ja, aber bis du da drüben bist, hat Klar, er auch wirst du wieder auch ein bisschen was gesehen. zurückgezogen. Ja. Also.
Scheinen, ja. Dafür laufen Und die auch auch die wieder was Schwerter noch so produziert rum. und so. Also sie kommen langsam ran, sag ich mal. Also wenn Genau, sie, also der das ein, Süden der mehr einzige Zeit Nachteil, den hat, sie noch haben, ist, die ist Kampfkraft. natürlich, dass sie jetzt quasi die Level 1er noch nicht haben. Die Kampfkraft ist nicht so wichtig. Du musst nur auf 106,5, also auf 113 kommen, Ja. 106,5 defensiv kommen. Dann ist alles gut, weil die anderen haben auch keine 119. Und im eigenen Land ist dein Vorteil, dass du ja dir aussuchen kannst, wo der Kampf stattfindet. Das Das heißt, stimmt. du kannst quasi jetzt, da ist so eine richtig schöne Freifläche. Da Der bei den richtig Winzern, am ne? Fluss lang bis auf den Berg hoch. Nee, nee, Achso, nicht da da unten oben. hier bei den Steinen. Nee, bei der Kaserne. Achso, Warum bei will der ich denn Kaserne. so weit Achso, weg hier. von Ja, meiner ja, ja, Kaserne ja, kämpfen? ja. Ja, Ich könnte ja stattdessen auch bei meiner Kaserne kämpfen, wenn ich das Gefühl habe, ich ja. könnte weniger haben. Aber 75. Minute ist Sabotime. Das heißt, 75. Minute muss ich dann auch vorne kämpfen. Nee, 70. Deswegen glaube ist ich es sogar jetzt schon. wichtig, dass sie sich auch vorne aufstellen. Also ich Weil glaube, wir sie können haben jetzt in schon 3 kommen. Minuten Sabo. Echt? Was? Haben wir schon 75? Sabos? Ich dachte Ja, 70 schon. 75. Achso, okay. Ja gut, Nee, dann nee, 75. 75. Hui. Ja, sind wir mal gespannt. Dann Und kommen der wir Wiki hat auch die. hier deutlich mehr verbaut als der Rest. Ja, aber der hat halt auch, also der spielt einen 8-Sägewerk-Aufbau und die bauen permanent, also der ist. Der hat die permanent leer, also nicht einmal lag da irgendwie einer von denen auch nur ansatzweise voll. Also er hat Ja, echt eben lag permanent es alles einmal verbaut voll, gekriegt. aber relativ wenig, das würde ich auch zustimmen. Ja, also jetzt so langsam wischen, jetzt liegen auch relativ viele Baumstämme dran, aber er hat echt Aber einen ganz wahrscheinlich guten. musste er jetzt gerade große Häuser planieren oder so. Dann, Ja, das das kann ja dauert ja manchmal ein so ein bisschen bisschen. den Bauflow. Und die Steinmetze muss er bald nachziehen. Die sind jetzt auch bald weg. Hier oben hat er Er halt hat aber noch eine welche. Steinmine laufen und er ist Genau, halt Wiki, Steinmine er hat braucht er. nicht so viel Stein. Ja. Hat er oben noch ein Steinfeld, was er beackert? Ja, guck Ja, mal, hier oben, das. genau. Da ist er auf jeden Fall dran. Er hat jetzt auch einige Eisenschmelzen, also er hat jetzt Also auch die 5 guten gewechselt. Steinmetze da oben plus die Steinmine reichen fast schon, um die 8 Sägen zu verbauen. Ja, Nicht ganz, wahrscheinlich. aber fast. Und mit der, also der ist safe. Die Sorge mache ich mir eher bei langweilig, dass langweilig da quasi Da irgendwie Probleme ein kriegt. Steinmangel läuft. Oh, jetzt haben sie ja tatsächlich Oder war. noch mehr Marktplätze gebaut an den Burgen. Das ist Ja. ja auch. Gut, dann kann man wieder Langweilig was hat zurückschicken. Oh. anscheinend auch nicht so viele Siedler. Doch, er hat sehr viele Siedler, aber er rekrutiert gerade Nein, nicht er hat so nicht so viel. viele Siedler. 700 ist Ja, nicht so viel für 700. diese Nee, Karte. stimmt. Das ist nicht so viel. Ja, er hat ordentlich Gold und Bögen drin im Lager. Vielleicht sagt er sich auch, nö, erstmal wirklich Wohnhäuser bauen. Wobei, baut er Wohnhäuser? Ist ja auch richtig. Bevor du Ja. jetzt 10 mehr rausproduzierst und dafür 10 Steine oder so an den entscheidenden Baustellen fehlen. Wäre das nicht so cool. So, Er jetzt hat auch geht's nicht so gleich viel rund. vorplaniert. Ja, Glaube ich noch vorplaniert nicht. wurde oben auch. Ich glaube, die warten. Weil, Ja. warum sollten die jetzt kämpfen? Ja, ich weiß es nicht. Also da Okay, unten naja, würden sie gut. Eggy richtig schön in die Zange nehmen, wenn sie halt Und von zwei Seiten Maris hat ankommen. 119. Wenn dann jetzt. Ja. Zack. Also die einen Bogis laufen jetzt, die von links laufen jetzt auch gerade. Sehen die Die da stehen da auch nicht so tatsächlich? gut. Nee. Sehen die tatsächlich das da unten? Haben die da echt einen Dieb irgendwo stehen gehabt? Oder ist das jetzt einfach blind? Okay, ja, ich glaube, es Nö, die blind, weil machen er jetzt zieht nicht einfach einen alle großen Mitte. Bogen. Ja. Ja, Oder wir haben machen jetzt einen vielleicht mit einem schönen großen Dieb Bogen drum. gesehen. So, er muss es halt nur merken. Jetzt sehen wir ein schlechtes Engagement. Warum sehen wir ein schlechtes Engagement? Also es wird gleich gut, weil der Wiki quasi eine gute Konkave haben wird, Ja. aber wenn ich in so einen Pulk reinlaufe, dann muss ich quasi, wenn die ersten anfangen zu kämpfen, die ersten kurz zurückhalten, sodass Ja. ich mit der dicken Linie in die dünne Linie vom Gegner kämpfe. Und ich würde ja auch mit allem kämpfen, prinzipiell nicht nur Ja, mit ich verstehe es Bestehendes. auch gar nicht. Jetzt hat er es erst gemerkt, dass da der Kampf tobt. Das ist natürlich sehr spät. Da hätte er jetzt schon Ein ganz, viel. ganz schlechter Kampf gerade für ihn. Ja, das ist echt schlecht. Die Schwerter müssten jetzt auch längst in Bewegung sein und in die Flanke reinlaufen. Ja. Ja, das, puh, das verliert er wohl sogar womöglich fast Und noch, wenn er Eggy so hat auch weitergeht. mit Soldaten aufgeholt. Der hat jetzt auch 119 und er hat 70 Mana. Und er hat einen richtig guten Engage jetzt zum Start gekriegt. Wenn Ja, jetzt jetzt kommt leider der ist Fetti ein bisschen Schildzauber. weit weg. Ah ja, Fetty ist ein bisschen weit weg und der wird da auch blockiert. Der kann da auch nicht hin, weil er dann genau in die Truppen reinrennt von langweilig. Und jetzt kommt der Freeze-Zauber vom Wikinger, okay. Und da rennen die Level 1er. Ja, okay, aber das ist echt krass. Also, dadurch, dass er echt Der die Linie Wikinger hat noch zurückgezogen hat. 106 Mana, der kann noch so Der lange kann auch viel freezen, zaubern. wie er will. Ja. Unten tanken die Schwerter, das ist gut. Da stehen die ein bisschen dick, das funktioniert nicht ganz so gut. Die kamen halt ein bisschen spät und wurden jetzt gerade geblitzt.
Oh, jetzt geht der Nachschub hier natürlich schon drauf. Aber okay. Das wird der Vicky gewinnen, denke ja, ich mal. Ja, das holt er sich. Ja, Eggie zieht jetzt auch schon seine Truppen zurück. Also die, die er zurückziehen kann im Moment. Sammelt sich nochmal neu. Ah, die Sandys. Aber kommt er auch nicht wirklich raus. Kommt da nicht raus. Und der Alte ist gerade durch die Truppen rechts durch. Ja. Der hat gerade irgendwie 5, die sind alle so 6, 7, 10 Nachschub nochmal weggeworfen. Ja, sind alle nochmal gestorben da. So, weil ich guck mal kurz hier oben hin. Hier steht nämlich ein Schwertkämpfertrupp von Blau. Ja, aber also man sieht jetzt quasi, ne? Ja. Jetzt ist gerade umgesprungen, aber der erste Engage war für den Vicky richtig, richtig schlecht. Der war 30 negativ und jetzt durch die Freezes hat er wieder aufgeholt. Ich verstehe auch nicht, weil er hat die Truppen da runtergeschickt und ist dann anscheinend komplett woanders auf der Karte gewesen. Also gerade in so einem Moment muss man eigentlich da dranbleiben und gucken, ob da womöglich direkt der Feind steht. So, aber wahrscheinlich haben sie den Feind da nicht erwartet. Die wollten einfach einen großen Bogen ziehen und haben den Feind da nicht erwartet. Jetzt steht aber schon wieder was bei ihm rum. Mhm. Und jetzt kommt auch Patty. Patty muss rennt jetzt da rein und da hat langweilig Patty nicht aufgepasst. Patty steht da gut. Ja, Patty muss steht da super und der fällt jetzt gleich. Ah, okay, aber langweilig zieht jetzt auch los. Ja, er hat das irgendwie noch gesiegen. Okay, und Eggy rennt jetzt mit seinen letzten Truppen weg da. Und wahrscheinlich so lange, bis hier dieser kleine Trupp von Patty muss bereit ist, den Wikingern in die Flanke zu fallen. Aber Varys erkennt das. Also taktisch ist hier auch viel zu sehen. So, und langweilig kämpft. Ja, die Sabos-Kranken können dann jetzt hier auch so langsam kommen. Ja, da ist auch schon einer, kommt gleich. Da ist auch ein Turm, der fallen könnte. Ja, der ist sogar unbesetzt. Ah, da geht jetzt gerade ein Bogenschütze rein. Aber dazu müssen. Das ist jetzt zum Beispiel ein relativ gutes Engagement für den Maya, weil er einfach eine gerade, schöne, lange Linie da hat. Jetzt ist Eggie aber zu weit weggelaufen, sodass der Vicky wieder rüberziehen kann. Ja. Aber ich glaube, dass der Maya da wirklich gerade nicht schlecht steht. Vor allem, wenn er jetzt an der passenden Stelle irgendwo nochmal 10 wegzaubert. Aber wo ist der Priester von Fetty? Oh, aber langweilig hat schön reingealtet und wird jetzt hier. Ah, da ist der Priester. Da ist der Priester von Fetty. Schön. Ja. Oben gewinnt er da das. Da oben sind wieder welche weg. Okay. Also, langweiligst Truppen sind gleich weg. Also, im wahrsten Sinne des Wortes sind die jetzt in Schmetterlinge verwandelt worden. Aber unten, also das ist ja die riesige Kampflinie hier. Das ist ja Wahnsinn. Also es. Der Mai hat immer noch 170 Mana, der kann noch dreimal zaubern wahrscheinlich. Er hat auch noch ordentlich Truppen. Er hat auch noch ordentlich. Wenn sie das jetzt hier halten, dann haben sie natürlich. Dann haben sie meine Chance. Aber. Aber es werden sie nicht. Das snowballt. Ja. Gleich. Ja, das wird auch nicht reichen. Also er hat jetzt auch sein Mana bei der Aufgabe. Er hat hier die bessere Linie einfach auch. Und immer noch Mana über. Mhm. Oh, da wurden jetzt sogar Truppen weggeportet. Aha. Was denn da passiert? Also langweilig an Linie ist jetzt oben eigentlich weg. Gebrochen. Ja, okay. Ah, ja, okay. Patty muss sortiert sich nochmal. Patty muss da raus, ja. Hat aber nochmal gut reingebaitet in die Häuser und kämpft jetzt nochmal gut weiter. Ja. War nicht schlecht. Also aber die Sabos sind auch leider da. Weg. Ja, die machen jetzt natürlich hier ordentlich die Farben kaputt. Das wird jetzt ein langsamer Tod für die beiden. Ah, krass. Also das sah. Das hätte. Auch, sah eindeutiger aus eigentlich vorher. Aber die haben die Truppen sehr geschickt eingesetzt hier, Eggie und Patty muss. Ja, aber war das hier richtig gut? Also er hatte am meisten Truppen, er hat geboostet und er hatte noch ordentlich Mana über. Also das war schon, wenn er den ersten Engage noch ein bisschen besser genommen hätte, dann wäre das schon richtig. Hätte das hier quasi ein 1 gegen 3 sein können. Was er dann hätte gewinnen können, womöglich. Ja, nein, das nicht ganz, aber trotzdem. Ah, das sieht ziemlich durch aus, weil jetzt mit den Sabos wird es sehr schwer, da nochmal zurückzukommen. Ankommen. Man sieht ja auch zum Beispiel, jetzt, wenn man sich die Kills anguckt, dass der Vicky durchaus relativ positiv ist. So 200, nicht ganz. 100 irgendwas. 140 oder so wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. 426 auf jeden Fall sieht man hier. Und auch Patty ist nicht positiv, wie es aussieht. Patty hat 166 Kills zu 225 bei langweilig. Ja. Ja, stimmt, das ist so. Also wahrscheinlich auch, ist auch Fetty nicht positiv. Der ist dann auch nicht positiv.
Wobei, sah es echt ziemlich krass aus. Das sah eigentlich ziemlich gut. Aber gut, das ist halt wieder die defensive KK und das Nordteam, also die haben halt beide schon 131, haben die Ja, mittlerweile. die KK war das in diesem Fall weniger, weil tatsächlich hat Eggy auch draußen gekämpft. Es waren in diesem Fall wirklich die ganzen Freezes. Der hat ja irgendwie 100 Mana da reingeballert. Ja, gut, das sind 7, 8 Breezes, die machen schon einiges aus. Vor allem, wenn halt die Ja. Armee tatsächlich so ein Klump ist, dass die da hinten auch gar nicht richtig dann rankommen. Wie sieht's denn hier eigentlich aus? Okay, hier sind die Wikinger. Ich glaube, der Schwertkämpfertrupp ist hier nicht wirklich durchgebrochen. Die sind nicht mal bis zur Burg ansatzweise gekommen. Kommt jetzt auch der Weg außen rum, aber gucken wir lieber wieder hier unten hin. Gab's da einen Snipe-Versuch? Habe ich gar nicht. Ja, also Nee. hier war so ein Trupp Schwertkämpfer, aber das waren nur 8 Stück oder 10 vielleicht. Und da waren auch Level 1er dabei, die sind irgendwo sang- und klanglos gestorben. Gegen die Burgen hätten die sowieso nichts ausgerichtet. So, kommt jetzt der Last Stand. Aber ich meine, die Ja, haben also ja Zeit. ich würde jetzt auch an der Stelle von dem Team oben, von dem Ja. Nordteam, würde ich jetzt da gar nicht reinpushen Nö, wollen. einfach warten, Warum bis die denn? Sabus da Ne, kommen. genau. Ja. Bis die Sabus ankommen und einfach eine gerade Linie, die gut ist, ziehen, da wo gerade Platz ist. Am besten die Gebäude, also ein paar Sabus durchhalten, die Gebäude, wo deine Armee gerade drin steht, wegmachen und dann einfach die gegnerischen Gebäude ausnutzen. Weil der will ja nichts reißen. Der will ja auch keine Wohnhäuser hier reißen, weil sonst kriegt er nachher irgendwann Streikende. Das stimmt. Das stimmt. Ja, jetzt hier unten die Schwerindustrie, die reißen, das wäre natürlich schön, dieser Bus da reinzuschieben. Wenn Oh, du oder die die Nahrung hast, Ziris. dann. Sind es an den Ziris? Das ist natürlich auch ein gutes Ziel. Ziris ist auch nett, aber in dem Fall ist es wahrscheinlich. Die Schwerindustrie ist zu weit weg. Mach doch die Nahrung platt. Ja. Klar dauert das 5 Minuten länger, als wenn du Schwerindustrie kaputt machst, aber irgendwann ist auch leer. Der hat ja schon kein Brot mehr an seinen Kohleminen. Ach, Der hat kaum stimmt. noch Fleisch an seinen Eisenminen. Also das Eisenminen auch dauert der, vielleicht einen ja. Moment, aber das ist dann auch durch. Ja, das stimmt. Und da sieht auch nicht so aus, als würde er noch irgendwie viel kommen, weil bei Fettim, da liegt auch immer noch. Fettimus hat Kohleprobleme. Da liegt jede Menge Golderz rum, aber ja, das war auf der Map tatsächlich so ein Ding, dass halt echt relativ wenig Kohle rumlag. Wobei, Varys hat der da irgendwie übertrieben, der hat jetzt echt viel Kohle. Und bei langweilig passt es eigentlich ganz gut anscheinend. Also die Kohleminen sind da. Das ist Ja. eine Sache des Brotes im Ja, aber Endeffekt. die waren weit weg, also viele waren relativ weit weg. Und Fettimus hat auch Brot, ja, na guti. Wie sieht es denn hier aus? Okay, sie gehen jetzt aber tatsächlich offensiv rein. Also war es zumindest ein. Hat Nee, Fett die okay. Siedlermangel? Nee, Das ne? kann sein. Er hat auf jeden Fall nicht so wahnsinnig viele, ne? 530. Doch, es stehen aber welche rum. Also das geht. Er hat jetzt noch keinen Mangel. Könnten aber auch, ne, stehen welche rum auf jeden Fall. Nicht so schwer, Schwerindustrie. Ja, ist nicht so viel. Aber ja, er sollte Wohnhäuser nachziehen. Wobei. An dem Punkt ist es, vor allem wenn man guckt, hier kommt schon wieder ein Riesenstrom an Soldaten. Ich glaube, da muss ich keiner Illusion machen. Wir haben 600 zu 300 Soldaten im Moment. Bei einem ähnlichen Verhältnis von Level 1 an. Also da ist. Ja. Ja, die haben Da ist mehr nicht mehr doppelt viel so zu viele Level tun. 3er. Ja, die Sabos, die machen das dann ganz gemütlich. Genau. Warum soll man denn sich das Risiko geben, einfach mit Sabos durch? Ja. Die Er baut Ziris sich keine kriegt man ja, dann Wohnhäuser ist da auch oben. die defensive KK irgendwann weg. Wenn die defensiven 107 quasi schon gefallen sind, jetzt ja auch, dann ist es ja eh Dann nochmal ist besser auch zu kämpfen. schon, ja, auch nochmal einfacher. Aber was ich halt machen würde, ist auf jeden Fall, sie stehen da jetzt nicht in so einer guten Linie. Die gute Linie wäre Sehr quasi klump. hinter dem Wohnhaus, vor dem Fluss da. Und dann müsste Ja. man einfach einmal die Sabos vorhalten, einzeln, dass die quasi die Die Gebäude, die im Weg Wasserwerke stehen und für die Fischer da eigene so welche. Linie. Genau. Nee, die Fischer nicht, die Getreidefarmen Ja, die hinter den Häusern. Getreidefarmen, ja. Man will da ja quasi hinterm Fluss wahrscheinlich kämpfen. Das wäre geschickt. Okay, aber sie sagen sich jetzt, wir pushen. Die hat vor allen Dingen jetzt ganz, ganz viel Level 1, obwohl da noch super viel Golderz rumliegen hat. Ja, aber er hat halt keine Kohle. Das ist und hat sich wahrscheinlich gedacht, jetzt Er hau hat ich's Kohle. raus. Er hatte Ja, wahrscheinlich irgendwie einen oder Siedlermangel zu oder wenig sowas, aber Schmelzen. wahrscheinlich auch das, ja. Jetzt kommt auf jeden Fall nochmal der finale Angriff hier. Gut, ne? Ist jetzt nicht so Aber die beste
Position, nee, die sie da einnehmen. Das ist schon ein eher schlechter Fight. Wenn jetzt hier, wenn er jetzt hier ganz viele Diebe macht, die er jetzt vorher noch kaltet, der hat hier genug Träger. Wenn er jetzt da noch den Holzfäller bitte reißen würde für Fettimus, damit er noch eine bessere Linie kriegt, dann wäre das nochmal deutlich besser. Gut was weghauen, ne? Aber das sind natürlich zu viele, das trotzdem die Übermacht ist halt einfach da. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, der erste Kampf, wenn jetzt die Sabos irgendwie erst zu 1,30 gekommen wären, der erste Kampf wäre da unten passiert. Ja. Wir sehen ja, dass die einfach eine richtig gute Linie da gerade kriegen, die beiden Süd-Team, also die aus dem Süd-Team. Ja. Und das hätten die da gewinnen können, wenn die nicht jetzt schon 300 negativ wären. Das stimmt. Ja, krass. Aber ja, jetzt ist halt einfach so diese Übermacht da. Ich finde cool, dass er auf jeden Fall, obwohl hier die erste sieht, die Schwerter sind auch schon da. Die Level 3 Schwerter laufen jetzt gerade auf dem Turm. Ist das sein letzter? Er hat da unten noch einen Safe-Turm. Ist nicht sein letzter. Die Frage ist nur, ob er den quasi auf Abriss hat. Ja, das wäre jetzt auch nochmal gut zu wissen. Ansonsten tut es richtig weh. Dann sagt es gleich Puff. Dann tut es richtig weh. Na, es sieht nicht so aus. Hat er nicht. Oi. Damit ist es dann auch GG, ne? Ja. Das ist damit dann erledigt. Ja, da kommt auch das GG von beiden. GG. Schick. Gut, dann gehe ich mal direkt raus. Ordentliches Match. So, dann können hier direkt... Hui, die Leute mit rein. Na, dann gucken wir mal. Holen wir mal direkt alle mit dazu. Oder, ja, komm, wir ziehen mal direkt alle hier mit rein. Was mich mal interessieren würde, wie viel, also generell könntest du einmal durch die Stati scrollen. Ja, Stati gucken wir uns an. Schönes Spiel. Stati gucken wir uns an. Ja. Wie war es für euch? Also natürlich erstmal für Fettimus und Eggy, wie war es für euch? Da den Schwall, der dann an Truppen kam, über euch ergehen zu sehen. Ihr habt euch ziemlich gut gewehrt. Also der erste Kampf hätte auch andersrum ausgehen können mit etwas Glück. Ja, ich bin, keine Ahnung, ich bin mad, bin gebrochen, keine Ahnung. Schwierig. Ich verstehe wieder nicht, wie das wieder so mein Soli-Count, okay. Ja. Also ich habe einfach keine Kohle. Ich genau zu dem Zeitpunkt wieder, wo es hätte sein müssen, keine Kohle. Absolut keine Kohle. Wie habt ihr das wieder hinbekommen, Jungs? Wie erklärt mir das? Das ging uns genauso. Das ging allen so. Ja. Also es hatte fast keiner Kohle. Es war 5 Kohleminen und es geht gar nichts. Ja, und die Kohleminen, die guten, die waren halt ganz weit hinten auf dem Berg. Von daher war es natürlich die Geschichte, wer da als erstes saß, wer da als erstes hingegangen ist, hatte dann natürlich viel davon. Aber ja, das hat sich das echt so schlecht gekämpft. Da hat er hier seine Vorteile, ne? Schlecht getradet wieder, schlecht gekämpft, keine positive Trades. Kakawa, Müll. Jetzt Goldlager noch voll, zu wenig Gold schmelzen. Auch nicht. Das hatte ich auch noch ewig rumliegen. Ecki hatte zur PT noch einen Siedlermangel reinbekommen, den absoluten des vernichtenden Todes. Ja, das haben wir auch bemerkt, das war auch tödlich. Der ist aus der Prio raus und zack, war alles tot. Feierabend, Ende. Ja. Also mein Spiel war, der Anfang war sowas von geil. Also ich war so schnell in den Farben drin, das Geratze, Fatze, da war alles, zack, stand das dann. Ja, und dann ist es wieder wie immer Maya, The Race to the Stone. Ich bin dann halt nur noch am Stein hinterher gerannt. So, und dann war wieder GG. Aber es lief trotzdem, also es sah echt, du hattest ja auch viele Erze gut eingelagert. Ja, es war super eigentlich, ja. Also so vor der PT, so sag ich mal bis Minute 50, habe ich gedacht, okay, Südteam, das sieht bei euch sehr gut aus. Und da hätte ich euch vorne. Und dann so zwischen Minute 50 und 60, dann kam dann plötzlich dieser Wendepunkt, dass dann war es vor allem, wo es vorher so aussah, irgendwie kein Gold, keine Kohle, ein bisschen Eisen, kaum Waffen da, plötzlich zack, alles rausgehauen hat. Und dann standen da plötzlich die meisten Solis auch zur PT von allen. Und langweilig hat halt konstant auch ordentlich rausgeprügelt. Und wenn Eggy nicht diesen Siedlermangel halt gehabt hätte, dann wäre es natürlich, ja, dann hätte Eggy, glaube ich, die meisten Truppen schon gehabt. Da lag ja echt viel. Aber gut, langweilig. Fangen wir mal bei dir an. Du stehst ja ganz oben in der Rangliste gerade.
Also, solides Spiel. Es waren jetzt keine groben Schnitzer. Du hattest das Einzige, was zwischendurch war, du hattest oft mit Steinen zu kämpfen, glaube ich. Also es sah zumindest so aus, dass relativ oft so ein bisschen Stein oder kurz vor Steinmangel warst. Aber ansonsten lief das sehr gut und flüssig durch. Oder wie fandst du das? Naja, von der Karte halt, also Kohle war halt null. Ne? Also ja, gut, es stand alles an Schwere, aber keine Kohle da. Ja. Ja gut, ansonsten die Steinmangel hatte ich eigentlich nicht. Also solange die zwei Felder vorne da waren, hatte ich ging's eigentlich. Ne? Mhm. Dann kurzzeitig mal, bis ich dann da hinten dran war, aber sonst eigentlich nicht, nö. Ja, sonst lief's echt auch gut. Also ist nichts, wo wirklich, ja, ist also mir ist auch nichts aufgefallen und ja, das ist, ging dann. Ja, Holzfäller 87 kam zu spät irgendwie. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, was da los war. Der Start war ja, irgendwie nicht so. Ja, das stimmt. Der Start war ein bisschen langsamer. Aber das hat sich trotzdem, also es war etwa auf einem Level auch mit Eggy, also mit dem anderen Römer. Da habt ihr euch am Anfang relativ die Waage gehalten. Also es sah alles ganz gut aus. Jo, Varys, da bin ich ja sehr. Also Varys, da muss ich sagen, bin ich sehr beeindruckt. Du hast ja die 8 Sägewerke gespielt und hast es echt hingekriegt, konstant alles zu verbauen. Mit dem Problem natürlich, dass du ja bis Minute 35 oder so es nicht geschafft hast, trotz 8 Steinmetzen oder so, überhaupt mal ein paar Steine ins Lager zu bringen für den Tauschzauber. War die Map so gut oder hast du viele Planierer, dass du auch einfach alles weggekriegt hast? Also ich hatte 13 Steinmetze gehabt, ich glaube, das war ein bisschen zu wenig zu dem Zeitpunkt. Hab dann versucht, nochmal mit einer Steinmine das so ein bisschen mit reinzuholen, aber die Map war sehr, sehr schnell. Also sehr viele gute Baupunkte und es war auch alles einigermaßen zentral, bis auf natürlich die Kohle. Mhm. Aber ja, also ich habe schon gemerkt, es ging alles sehr, sehr schnell. Und dann, ja, das Stein. Ja, so sah es echt aus. Also, was den Aufbau, du hast auch irgendwann alle anderen überholt, was die Bauressourcen anging. Also was du verbaut hast, da bist du irgendwann echt davon gezogen. Was krass ist. Und ansonsten, ja, sehr cool fand ich auch natürlich euren Mana-Trade. Also na, Honig zu Getreide, das ist ja schon eigentlich ein Klassiker, aber habt ihr ziemlich gut gemacht. Hätte langweilig noch ein bisschen mehr draus machen können, weil das Getreide hat sich ja wirklich irgendwann schon gestapelt am Marktplatz. Da gab ja keine Abnehmer, ne? Nee, da hätten ein paar mehr Gebäude noch. Ich hätte noch ein drittes, also ein zweites Brotlager bauen können, ja. Ja, das stimmt, ne? Nochmal ein bisschen mehr Brot. Stimmt, genau, hat es ja sogar irgendwo eingelagert. Ja, aber also sehr solide. Und dann, ja, zur PT hättet ihr theoretisch auch schon fast reingehen können. Aber habt ihr geschickt gemacht, ihr hattet das nicht nötig, ihr hattet sowieso die besseren Nachschubwege und auch die Wirtschaft lief bei euch dann einfach hinaus besser. Ja, Eggy, eigentlich auch ein schöner Start zur PT kurz vorher. Sah es echt aus, als würdest du alles ja, da bin ich dann irgendwie aus der und dann Geo rausgegangen und dann war alles weg. Und dann, ja, waren die Träger alle RIP, ja genau. da war ich auch froh, dass die nicht direkt zur PT reingerannt wären, weil ich glaube, dann wäre das Game schnell vorbei gewesen. Ja, genau, dann wäre es richtig böse gewesen. Also ich hatte ja auch Diebe bei langweilig rumdrin. Da war ich froh, dass ich die Solis noch oben an der Burg stehen sehen habe und kein Movement. Ja, stimmt. Du hattest so einen kleinen Turm-Snipe-Trupp, der natürlich für die Burg da niemals ausgereicht hätte. Das heißt, die Burg hattest du da schon gesehen? Nein. Freddy hat irgendwie versucht, mit Steven sie zu scouten und ich habe jetzt gedacht, okay, gegen Ende, ich muss einfach reinrennen, auf gut Glück irgendwo was finden, wenn da nur ein kleiner Turm oder sowas ist. Ja, dann wäre es halt gut. Aber ja, da standen insgesamt, ich glaube, 3 Burgen haben die beiden insgesamt gebaut. Ja, da kommst du nicht mit den paar Störtissern an. Nee, das ist dann schon ordentlich. Ja, aber ansonsten, also, das sah echt, du hast da echt viel aus den Bergen rausgeholt. Also, man sieht auch, was die Erze angeht. Uns ist kein Weg zu weit. Der auch viel aus dem Berg rausgekloppt hat. Und das sah echt gut aus. Du hast auch wirklich schön, was die anderen wenig gemacht haben. Du bist als erster, glaube ich, an dem hinteren Berg gewesen, wo ja auch einiges nochmal drauf waren, Ressourcen. Und du hast halt auch den gesamten langen Berg darunter genutzt, was natürlich am Ende dir zum Verhängnis wurde, was halt die Siedler anging, weil die halt da natürlich rumgelaufen sind wie, ja, als gäbe es keinen Morgen mehr. Das hat natürlich dann den Siedlerzusammenbruch so ein bisschen, den Siedlermangel heraufbeschworen, aber ansonsten hast du da natürlich gut was zusammengetragen. Ja. Gut, am Ende muss ich noch sagen,
ist die Kohle. Ich habe da die Einstellung ein bisschen verkackt. Mhm. Ich hätte die Kohle mehr an die Waffenschmieden geben müssen, weil ich hatte so viel Gold noch über. Ja, stimmt. Aber keine Waffen dafür. Und ich habe halt zu spät gesehen, dass in der Waffe keine Kohle wirklich hingetragen wird. Ja, das stimmt. Das war, stimmt, Goldbarren hat sie sehr viele rumliegen, aber nicht so viele Waffen. Wie war auch Fetti, kurz vor der PT hat sie die Goldlager, also waren ja gut gefüllt, aber Waffen lagen halt auch nicht so viele da. Ja, weil Kohle halt, ne? Ja, Kohle war halt echt tot. Weil wenn du als Maya halt auf so einer Position, wie gesagt, stand alles dann irgendwie, es war alles supi, die, mhm, also die Getreidefarben vor der 19, alle sechs waren fertig. Gut, ja, bei der hat aber noch einen Stein gefehlt. Alter Schwede, es war meiner Meinung nach so geiler Start. Ich war so schnell in der Nahrung drin, es stand alles supi. Ich habe den Stein ein bisschen hinterher gerannt. Ich glaube, auch mein Wald lief nicht so toll, da hat ein Förster gefehlt. Aber auch das war noch okay. Und dann war ich in der Schweren drinne und ich bin nicht hinterher gekommen, dass zwei diese Türme da hinten, erstens wurden sie nicht besetzt, weil irgendwann waren die Solis weg. Und das kam noch dazu, dass die Kohleminen so weit weg waren. Mhm. Und das will man halt nicht haben. Die waren wirklich am Arsch der Welt. Ja. Ich habe die zwar auf Prio gehabt, aber bis die lauffähige, bis die gebaut wurden, beliefert. Und dann auch jetzt am Ende, selbst ich hatte Kohle, aber die kamen so schleppend rein. Ich hatte jetzt am Ende noch irgendwas bei 170 Waffen. Jetzt kein Gold. Ich habe dann auch zwar ausgebaut, aber auch Goldschmelzen ein bisschen zu wenig gebaut. Ich ärgere mich jetzt persönlich wirklich über dieses Spiel, weil das war so schnell, so schön und dann hat es einfach an der Kohle gelegen. Ja, da passt du alles, es steht alles und dann liegt es einfach an dieser einen Ressource, weil sie nicht da ist. Ich meine, 5 Kilo Kohleminen können das ja nicht versorgen. Ich habe auch diesmal ein bisschen Schwere dann gebaut. Ich war so schnell, ich war so stolz auf mich, wirklich. Und dann rippt es einfach an diese blöden Kohle, die einfach am Arsch der Welt ist. Also so eine Map, das war eine grauenvolle Map jetzt. Nein, nein. Schöner Start, schnell rein und dann, da hast du schon den Maya, der wirklich langsam ist. Da steht alles irgendwie, Gefühl war es geil und dann ja, kommt diese Kohle. Ja, Kohle einfach. Ich hatte auch keinen Siedlermangel, gar nichts, das war alles geil. Ja, das Spitzhacken, Aluminium besetzt, easy. Das war tatsächlich. Ja, du musst dann halt sehen, dass du nicht mehr Kohleverbraucher baust, als du Kohle hast. Ja, du musst dann halt ja, so viel bauen, bis verbraucht ist und dann musst du halt stattdessen Mana bauen. Weil das andere steht dann zwar, aber bringt halt nichts. Ja, es hat ja absolut nichts gebracht, ja. Mhm. So eine Position. Ja, da ist natürlich Vicky halt irgendwo schon wieder ein bisschen im Vorteil, kann sich halt ein paar Köhler reinfummeln. Ja. Hat er aber tatsächlich gar nicht. Nicht mal die Köhlereien, die braucht man gar nicht. Es ist eher das Stein zu Eisen. Oder Stein zu Eisen. Ja, das genau, was die Kohle spart. Einiges. Ja. Alles, was jetzt in dem Moment hätte Kohle sparen können, war einfach wäre geil gewesen, absolut, ja. Ja gut, du hättest theoretisch noch Holz zu Gold zaubern können oder sowas, aber das war ja auch Gold hat ja, aber das genug, war ja auch Zeitpunkt dann, ne? Gold hatte ich ja alles, das war alles nicht so das Problem. Jetzt am Ende, klar, hat es gefehlt. Aber auch hier, ich meine, hinten die Kohleminen lagen voll, vorne hat es gefehlt, weil einfach die Laufwege. Und ich hatte ja immer Siedler. Siedler hatte ich dann zwischendurch sogar auf dieser Insel da gefunden oder diese Halb oder zwischen uns. Mhm. Weil ich wusste, da müssen Siedler sein, weil die Kohle so weit weg ist. Aber auch das. Das hat einfach nicht geholfen. I don't know. Ich habe zwischendurch auch einmal Diebe komplett umgewandelt, weil sie halt am anderen Ende der Map waren, was natürlich mit den Steinfeldern ist, baut man, denke ich, so. War schon ganz gut so. Die Siedler einmal in die zentrale Mitte gebracht. Genau, getan. Schön zu den Kasernen, das haben wir auch gesehen. Ja, das war sehr gut. Das war auch ein schöner Move. Das hat viel. Ich glaube, deine vierte Säge, Fetti, hat nicht einmal wirklich vernünftig gelaufen. Ja, das ist ja wurscht, aber ich hatte das Gefühl, ich brauche noch ein bisschen. Ich hatte zwischendurch halt, dass es mit dem Holz war. Ja. Das hat alles das nicht so viel wehgetan, ne? Aber trotzdem. Es ist ja das Ziel quasi, alles an Holz zu verbauen und damit dann solide aufzubauen. Weil du hast dann halt auch irgendwann ultra viel Farmen erweitert, aber du hast halt dieses Brot nie an den Mann gebracht. Und auch das Fleisch nicht. Ja, leider, ja. Es lag dann halt irgendwann alles voll, weil ja, weil einfach die Transport, die Laufwege so krass zu weit. Ich ärgere mich, absolut. Also es hätte viel besser sein können. Der Pick Maya, weiß ich nicht, ob es so gut war. Vielleicht doch lieber Römer. Ich sollte einfach bei Römer bleiben. Ja, Römer wäre auch. Kann alles und kann nichts richtig. Ja, aber also das muss ich auch so unterschreiben. Es war echt also auch diese Farm, als da plötzlich 8 Farmen da vor Minute 20 standen gefühlt, habe ich auch gedacht, wow, die 6. Oder 6 waren es, ja, auf jeden Fall war es echt ordentlich. Das war echt schnell. Und dann ging auch echt viel. Also wie gesagt, bis Minute 50 sah es bei euch beiden unten im Süden echt Bombe aus.
Und dann kam irgendwie dieser Wendepunkt, dass das Nordteam einfach gesagt hat, zack, jetzt legen wir los. Und dann, dann hat sich das Blatt gewendet. So. Das war schon krass. Das hätte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so vermutet gehabt. Aber ist so, wie es ist. Also die zwei Burgen da jetzt von langweilig, weiß ich nicht. Also das sein muss, keine Ahnung. Das waren schon ein bisschen Flex. Ne? Aber, was soll ich denn bauen? Ah, nee, weiß ich nicht. Ich habe auch den Berg rechts gesucht. Ich habe ihn auch gefunden, aber ich habe den von Falk gefunden, ich meine. Ich habe den von Varus geologisiert. Okay. Bei Varus bin ich nicht reingekommen. Ich habe halt gescoutet, wirklich einen frühen Bär, einmal hinten rum und war auch drin. Ich wusste so ein bisschen, was abgeht. Ich wusste auch, dass er nicht angreifen wird. Das heißt, ich kann alles rüberziehen. Mhm. Dann die neckigen Sappos da drin, die haben das gesagt, was eh nicht lief. Also von daher hat es mich nicht so gejuckt. Ja, da Na, aber schön. Ich merke schon so ein bisschen, es spielt sich in diesem Turnier so ein bisschen ab. Wir warten bis Sappos 15 für die schwächeren Teams und dann gehen wir rein, weil wir zagten gleich die Siedlung. Dann ist das Safe so ein bisschen drin. Wer als erstes reingeht, mit meisten Solis hat gewonnen. Eigentlich sollte sich das meiner Meinung nach nicht so entwickeln, aber ja. Ja gut, in dem Fall ist es jetzt aber auch einfach, weil ich Wiki bin. Also bei mir zieht halt die Echo halt auch erst klar. Ein bisschen später. Ja. Ja, auf jeden Fall GG. Schade. Ja. Da muss noch mehr kommen. Noch viel, viel mehr. Es muss weiter. Ja. Aber ich denke, es war ein guter Ansatz. Und also, es war ja, es war auf jeden Fall sehr solide. Es war auch, wie gesagt, eigentlich nicht wirklich was wirklich schief liegt. Es ist halt wirklich nur diese Kohle gewesen, die halt echt dann das Genick gebrochen hat, plus halt der Siedlermangel, ne? Aber sonst lief das eigentlich sehr schon heftig. Vernünftig. Nun gut. Langweilig hat sich ja auch ein bisschen boosten lassen. Also der hatte ja schon. Der ist zwar ein bisschen vorne, aber der hat halt auch einiges an Getreide nicht bauen müssen. Ja, genau. Kannst du ja nochmal in der Statistik gucken, wie viel Getreide er quasi produziert hat. Stimmt, genau, wie viel Getreide überhaupt kam. Also Getreidefarmen waren ja nur 3. Ich habe vergessen nachzuziehen. Eigentlich gehe ich dann immer auf 6 so. Ja, okay. Also das Brotlager war da. Ja. Habt ihr euch den Sieg geholt? Schade. Getreide hier, 348. Jo. Nun gut, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Danke fürs schöne Spiel. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht zuzuschauen. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch weiterhin viel Erfolg und bis bald. Bis bald. Super, danke auch. Tschüss. Tschüss.